Es ist der 5. Mai 2022. Axt, hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und der ist nicht allein im Sendegarten zum großen Glück, sondern es sind alle Sendegärtnerinnen und Gärtner wieder mit an Bord. Ich begrüße ganz herzlich die Vera. Guten Abend, Vera. Hallo. Und ich grüße den Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Guten Abend zusammen. Es ist auch dabei der Lars. Hallo, Lars. Schönen guten Abend allerseits. Und die Claudia ist da. Hallo, Claudia. Hallo, guten Abend. Und wenn ihr euch an die letzten Ausgaben so erinnert, dann kam ja mehrmals das Wort vor, oh, wir wissen gar nicht, wie wir den Garten mit Gästen füllen. Es ist immer so schwierig, Heute ist es super einfach. Wir haben drei Gäste auf der Gartenbank. Die hat alle mitgebracht, der Johannes. Guten Abend, Johannes. Hallo zusammen. Schön, hier zu sein. Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist. Und er hat mitgebracht den Martin, um uns zu verwirren. Guten Abend, Martin. Hallihallo. Und den Stefan noch. Hallo Stefan. Hallo. So, das ist ein großer Garten. Wir müssen natürlich alle noch ein bisschen auf Distanz bleiben. nicht wegen des Podcasts, aber... Eine Armlänge Abstand, ne? Eine Armlänge Abstand, genau. Ich setze mich hier in den Salat. Pass auf, dass du nicht auf den Kater trittst, der liegt da schon. Oh, entschuldige. Und jetzt bin ich ein kleines bisschen verwirrt, warum niemand mich fragt, warum ich gerade das Wort Axt in den ersten Satz gebracht habe. Ich dachte, das wäre so eine Tradition hier. Ach so. Keine Ahnung. Ja, wir streuen einfach gelegentlich Schraubendreher unnötige Worte ein. Ja, okay. Nein, es liegt daran, dass ich gestern die Folge Luft nach oben, die neueste Folge Luft nach oben Podcast gehört habe. Und da kam der Satz drin vor, es ist immer gut, wenn man im ersten Satz eine Axt erwähnt. Da habe ich gedacht, wenn das so ist, dann mache ich das doch. Oh ja, das war gut. Ja. Könnte ich an dieser Stelle vielleicht noch Folie und Spaten dazu reklamieren? Also ich meine, das ist immer so krimimäßig auch sehr praktisch, wenn man Folie und Spaten auch noch stimmt, hat. Das stimmt, ja. Nur bei Regenwetter, Axt. Um die Spuren zu verwischen. Kunden, ja, die Axt und Folie gekauft haben, kann ich Ihnen vielleicht diese Bleiche noch empfehlen. Diese Kunden, Algorithmen sind echt das gekauft haben, kauften auch. Ja. Okay, also wir kommen zum morbiden Spaß. Bitte, ja, Johannes, möchtest du die Moderation übernehmen? Ich wollte dir das Wort nochmal zentralisieren. Im Chat, ich möchte unbedingt noch den Udo grüßen, der nicht bei uns sein kann, mit dem ich ja auch noch einen Podcast mache. Ja. Ja. Genau, also ja, ich hatte ja letztens gejammert, dass ich mich nicht mehr vorbereiten kann oder will. Und da sagte Johannes, das macht nichts, ich komme trotzdem. Und insofern ist es jetzt heute hier live an uns herauszukriegen, warum ist Johannes eigentlich da? Also ich habe das ganz anders im Kopf, Martin. Ich habe, es ist so schwierig, sich auf Gäste vorzubereiten. Es ist viel leichter, wenn so jemand kommt wie der Johannes. Und dann habe ich mich gemeldet. So, genau, ich hatte das habe ich auch gesagt, weil ich wusste aus einem Tweet, dass du ein neues Projekt auf der Tonspur hast, und irgendjemand schrieb, das ist so eine Mischung aus den beiden Projekten, die du vorher gemacht hast, und es ist wieder ein Live-Rollenspiel und so weiter. Und da habe ich gedacht, du hast dich dann quasi, ja, also ich habe dich erwähnt und dann hast du gesagt, oh ja, wenn es so ist, komm ich auch gerne vorbei. Also wir sind alle total neugierig auf das, was du da machst. Aber du machst ja nicht nur das eine. Wir haben ja jetzt inzwischen gelernt, du machst Ein Wolf liest Märchen, du machst diesen Aufräum-Podcast, dessen Namen ich gar nicht weiß. Hat der Namen? Aufräumen. Er heißt Aufräumen-Podcast. Ach so, guck mal. Das war noch frei. Das ist der erste Podcast, bei dem der Name Podcast, also von mir oder von mir und Udo, wo der Name Podcast drin vorkommt. Ich wollte mich dagegen wehren, aber ich kam nicht durch. Ach so, sowas wie Akte aufräumen oder ich weiß nicht, ja, ich weiß nicht mehr. Wir hatten ein paar
Wir hatten ein paar Ideen, aber das ist zu lange her einfach. Also ja. Eine Alliteration hätte ich jetzt schon erwartet irgendwo. Ich auch. Obwohl, es ist ja kein Spielpodcast. Wenn man das trennen wollen würde, dann hätte eben, sind die Spielpodcasts Acta Aurora, Puerto Partida und eben Tapfere Tackerhacker und plötzlich Piratin. Huh, das sind ja schon vier. Und alle anderen Podcasts, wie eben Herrlich. Der will doch nur spielen, Ein Wolf liest Märchen, das sind dann, und Luft nach oben, das sind die, die immer so einen ganzen Satz haben. Ja. Ja, aber Aufräumen ist ja auch kein Spiel, ja, das ist ja bitterer Ernst. Absolut. Eben. Sonst genau, ist ja also Putzen-Podcast. PP. Das könnte da könnte man den ersten FCPP auch wieder reaktivieren. Ja, das stimmt. Ja. Ja, also wollen wir es mal einordnen vielleicht, damit auch klar wird für die Hörerinnen und Hörer, wen ich hier denn jetzt überhaupt alles mitgebracht habe. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass alle alles hören. Also wir haben, ich habe jetzt zwei Projekte quasi dabei, die zwei von drei neuen. Genau, also den Aufräumen-Podcast, den haben wir ja schon erwähnt. Dann eben Luft nach oben. Der Podcast, wo ich mit Stefan zusammen einfach zum einen die Spiele recycle, die noch von Acta Aurora übrig geblieben sind, bei Leuten, die irgendwie gesagt haben, hey, ab der Hälfte, da höre ich nicht mehr mit. Dann können wir die nochmal spielen. Und wir bereiten natürlich eigene Sachen vor. Wollen wir vielleicht damit ganz kurz starten? Dann würde ich nämlich kurz das Wort noch an den Stefan geben, damit der vielleicht auch noch was dazu sagt. Ja, gerne. Also eigentlich ist ja Luft nach oben so ein Format, wo wir gedacht haben, wir machen einfach mal was mit ganz wenig oder eigentlich gar keinem Aufwand. So starten meistens die Projekte, die Projektbeschreibungen von Johannes. Wir machen da mal was und da ist aber gar nicht viel zu machen. Ne? Diesmal wird alles anders. Und da ist dann nicht so viel Aufwand. Und ja, dann haben wir da angefangen und haben gesagt, ja, machen wir halt einen Laber-Podcast. Und dann hat sich das so ein bisschen, ja, ausgewachsen, leider, ne? Wie das halt manchmal so ist oder eigentlich bei jedem Projekt mit Johannes. Ich komme aus dem Lachen gar nicht mehr raus. Aber unterm Strich ist es ja doch recht einfach produziert. Leider ist ganz, ganz easy. Nee, eigentlich manchmal machen wir so Spielchen, um uns ein bisschen besser kennenzulernen. Das mag der Johannes ganz besonders. Manchmal machen wir so ein bisschen Quiz gegeneinander. Wir kriegen auch manchmal eingereichte Spiele. Das ist auch immer sehr schön, weil das ist eigentlich wirklich immer richtig schön, weil dann kennen wir beide das Spiel nicht und wissen nicht, was uns erwartet. Und das macht es immer ganz nett. Und manchmal bereiten wir uns gegenseitig Spiele oder Quizfragen vor oder ähnliches. Also doch, es macht Spaß. Und wir haben auch noch andere Podcasts manchmal zu Gast. Das stimmt. Wir hatten da jetzt zum Beispiel ein Podcast-Duell mit Esel und Teddy einmal. Und vielleicht kennen auch manche diesen Evergreen eines Podcasts. Und wen hatten wir noch zu Gast? Das Ach, genau. Die haben wir auch ganz schön fertig gemacht. Also wer mal hören will, wie wir hier einen Podcast nach dem anderen dominieren, dann ne, gern die Podcast-Duelle hören. Und die Rebecca Görmann, Genderbeitrag, die haben wir des Öfteren zu Gast. Die ist ja auch eng mit unseren Projekten verbunden und mit der haben wir auch schon ganz viel gemacht. Genau, und du hast ja auch ein Spiel vorbereitet. Ja, also wir haben letztens ein Spiel gespielt, das hat Mühe gemacht, aber es hat wirklich sehr schön funktioniert. Ich weiß nicht, kennt jemand von euch das Fernsehformat Straßenstars im Hessischen Rundfunk? Ja. Nein. Wer das kennt, der weiß auch, dass das so ausgesprochen wird, Straßenstars. Ja, genau. Und wir haben das so ein bisschen geklaut und die Podcast-Stars draus gemacht und dann habe ich da drei wildfremde, zugelaufene Podcaster, Podcasterinnen befragt, habe ihnen Fragen gestellt und Johannes musste, bevor er die Antwort der drei Personen gehört hat, raten,
oder einschätzen, wie die Personen denn geantwortet haben. Und das kann ich jetzt mal mit euch spielen. Wir haben dann einen Schnipsel rausgenommen. Ihr hört gleich eine Podcasterin und die habe ich gefragt, jetzt muss ich kurz überlegen, was habe ich jetzt rausgesucht? Watte steht da. Ah, ja, ich weiß genau. Nicht, was ich hab das sie gefragt, ist. Ob, ja. Ich habe sie gefragt, benutzt sie denn Wattestäbchen, um sich die Ohren zu reinigen? Also erstmal so Frage in die Runde, macht es jemand von euch? Nein. Nein, ja. Nein. Nein, natürlich. Ja, nein. Es ist ja offiziell verboten, aber ich mach's trotzdem. Ja, also ich mach's auch. Ne, da sagt immer jeder gleich, nee, also mach ich nicht. Ne? Ist ja ganz schädlich. Keiner weiß, warum oder so, aber wahrscheinlich ist es irgendwie schädlich. Naja, du kannst das Trommelfell damit perforieren. Das ist jetzt nicht so witzig, wenn du nicht aufpasst. Mhm. Ich hatte eine Kollegin, die hat als Kind sich Wattestäbchen in die Ohren gesteckt und dann ist sie irgendwie umgefallen oder so und die hatte leider beide Ohren kaputt. Ja, ja. Ah, auf Dauer. Das ist natürlich nicht so schön. Mhm. Ja. Also das sollte man also sehr bewusst machen. Also am besten eine meditative Übung daraus machen. Dann geht das. Und ab 18. Ja, vom Jungs auch. Das ist auch eine Empfehlung. Ja, aber ich habe immer die irrationale Panik, dass jemand in dem Moment die Badtür öffnet und den Ellbogen. Ich drehe mich auch immer bewusst so, dass der Ellbogen nicht in Richtung Tür geht. Weil das ist auch eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland, glaube ich. Ja, habe ich auch gehört, ja. Was denn? Ja. Ellbogen an der Tür gestoßen? Ja, während man einen Wattestab hält, der ja, sich dann ins Hirn bohrt. Ich wollte jetzt mal witzig sein, aber das klingt natürlich nicht, alles klar. Ich überlasse das den Experten hier. Also ja, warte. Ich habe diese Frage der Rebecca gestellt und jetzt würde ich mal von euch gern wissen, was schätzt ihr denn? Benutzt Rebecca Wattestäbchen, um sich die Ohren zu reinigen? Natürlich nicht. Okay. Ja, ich schließe mich an, ich glaube auch nicht. Nein. Ja, also vielleicht. Was? Also sie benutzt sie, aber sie sagt, dass sie sie natürlich nicht benutzt. So meine ich das. Ah, okay. Ja. Ich glaube wirklich, dass sie sie nicht benutzt. Ich glaube nicht, dass sie so tut, als ob. Warum? Warum denkst du? Was so eine ehrliche Haut ist. Ja, also ehrlich, heute benutzen keine Wattestäbchen um sich die Ohren. Nein, die sagen es dann. Also. Und das ist nicht kausal. Also wenn ich jetzt aus dem Bereich Datenschutz extrapolieren dürfte, würde ich sagen, sie hat noch nie davon gehört, dass es auch was anderes gibt. Ah ja, das ist auch ein interessanter Ansatz, ja. Hä? Ja, vielleicht hören wir es uns mal an. Das Argument verstehe ich gerade nicht. Sie hat noch nicht gehört, dass es was anderes gibt als Wattestäbchen oder ist nicht zu tun? Genau, als Wattestäbchen, also so als einzige Lösung. So, ja. Weil das ist so ähnlich wie es gibt was anderes als MS Teams oder wie es gibt was anderes als WhatsApp oder Instagram oder so. Ja, also völliges Unwissen darüber, dass es weitere Optionen gibt. Ja, Druckluft, ne? Oder was? Das geht auch. Ja, wir können uns ja mal die Auflösung anhören. Ja. Reinigst du deine Ohren mit Wattestäbchen? Nein. Das soll man ja auch nicht tun. Nee, genau. Das soll man ja auch nicht tun. Also deswegen sagt jeder, nee, mach ich nicht. Ich besitze nicht mal Wattestäbchen. Wofür hat man die? Naja, zum Ohrenreinigen. In diesem Haushalt gibt es keine Wattestäbchen. Okay, Respekt. Ja, so haben wir das dann so ein bisschen durchgespielt. Lauter mehr oder weniger intime Fragen, dann noch so ein paar Wissensfragen, wo Johannes einschätzen musste, wissen das die Kandidatinnen und Kandidaten oder nicht. Ja, und so bringen wir meistens unsere Zeit rum in unserem Podcast. Also es ist ein heiterer Spaß für die ganze Familie. Ich glaube, das kann man durchaus sagen. Ja. Also ich freue mich nur ab 18. Ja. Genau, ich höre ja jede Folge sofort an, wenn sie rauskommt. Ich bin Fangirl. Luft nach oben. Oh, schön, danke schön. Also auch Prädikat wertvoll. Genau. Aber was ist denn die eigentliche Motivation? Wollt ihr einfach mit, also steht es eher im Vordergrund, dass ihr beide Spaß habt oder habt ihr irgendwie so Gedanken, ihr wollt der Community jetzt irgendwie Spiele beibringen oder irgendwas? Also was ist so ein bisschen die Triebfeder?
Eigentlich hatten wir ein ganz klares Ziel. Wir wollten einfach ein Projekt zusammen, dass wir uns wieder regelmäßig hören. Mhm. Weil wer Puerto Partida und Acta Aurora und so weiter verfolgt hat, der hat vielleicht meine Stimme da auch schon gehört. Und ich war da an manchen Projekten beteiligt und an manchen dann wieder ein bisschen weniger. Und dann haben wir festgestellt, hey, irgendwie ist es schade, wir hören uns gar nicht mehr so regelmäßig für die Vorbereitung und so weiter. Und dann haben wir gesagt, wir machen einfach was mit ganz wenig Aufwand. Ne? Einfach so ein. Ich habe immer gesagt, ich möchte eigentlich nie einen Laber-Podcast machen. Und dann haben wir gesagt, aber im Untertitel steht das, ne? Irgendwo habe ich doch Laber-Podcast gelesen. Es ist auch ein Laber-Podcast. Ja, manchmal muss man über seinen Schatten springen. Ja, Aristocats hat es in den Chat schön geschrieben. Machen wir was mit möglichst vielen Beteiligten, dann wird der Aufwand für alle individuell geringer. Das ist Satz, der stammt von mir. Ja. Ja, und es stimmt überhaupt nicht. Ich wollte gerade sagen, das stimmt natürlich nicht. Sunday Morning ist ja auch sicherlich nicht deswegen weniger Aufwand, weil jetzt 4, 5 Leute da oder sitzen. 4 Leute, ja. 4. Nee, aber genau, ich schließe mich da Stefans Meinung an. Es macht Spaß, sich ab und zu hören und eben sich auszutauschen und dann eben da so eine kleine Challenge, so ein kleines Spiel. Ich glaube, es sind auch sehr viele Spiele dabei, die man vielleicht tatsächlich einfach mal in einer lockeren Runde einfach spielen kann, wenn man es vorbereitet. Und da kann ich auch Sachen ausprobieren, die man dann vielleicht in anderen Formaten etc. Dann gut zur Anwendung finden kann. Der Satz gab keinen Sinn, den man in anderen Podcasts anwenden kann. Hier sind 3 Varianten, suchen Sie sich die richtige aus. Das habt ihr zum Beispiel in der letzten Episode gemacht. Da habt ihr Bücher genommen und dann den tatsächlichen Startsatz vorgelesen, der da drin vorkommt, aber noch 2 weitere dazu erfunden und dann sollte der andere jeweils raten, was der richtige ist oder der tatsächliche Startsatz, mit dem die Autorin, der Autor dann das Buch begonnen hat. Da waren die Alternativen, also die Falschantworten, die waren so klasse, also so elaboriert, das habt ihr aber doch vorbereitet, oder? Ich meine, im Vorgespräch hörte es sich so an, als wenn das jetzt so ein bisschen aus dem Stand wäre. Könnt ihr das wirklich so aus dem Stand so formulieren? Ich glaube, wir hatten 10 Minuten vorher, oder? Wir haben uns 10 Minuten also vorher genommen. Genau. Du hast das so eingeleitet, du, wir machen jetzt ein Spiel, hol mal schnell 3 Romane, hast du gesagt? Genau, ein Sachbuch und ein Kochbuch. Und schreib da mal schnell was zur alternative Anfangssätze. Und dann habe ich ihn schon so ein bisschen verflucht innerlich. Aber das Spiel hat dann wirklich sehr gut funktioniert. Also das ist wirklich, und es geht in wenigen Minuten. Also es ist wirklich machbar und das ist wirklich ein tolles Spiel. Und die Sätze, die uns da eingefallen sind, waren auch wirklich überraschend gut oftmals. Also doch, ja, da kann ich uns auch mal loben. Da braucht man schon so eine gewisse Wortliebe, ne? Also so Spaß an Sprache oder so, oder? Martin, nein. Das kriegst du auch hin. Also, das war so war es gar nicht gemeint. Nein. So. Liebes Tagebuch. Ich wollte damit nur sagen, ich habe das ja auch schon in anderen Runden gespielt. Man nimmt ein Buch, stellt es kurz vor, dann haben alle so ein paar Minuten Zeit und dann lässt man das so lang laufen. Irgendwann fällt jedem was ein und dann schmeißt jeder seinen Zettel in den Hut, dann werden die gemischt und dann liest eben der das Buch vorgestellt hat, eben alle nacheinander vor. Funktioniert super, ist ein echt leicht machbares Spiel, wenn man mal denkt, ach, jetzt bräuchte man noch ein Spiel und wir haben keine Brettspiele oder sowas. Und das klappt sowohl für Leute, die gelesen haben, als auch Leute, die eben wortaffin sind. Aber wenn man so ein bisschen weiß, wie Bücher anfangen und man selbst den ersten Satz gelesen hat aus einem Buch, dann weiß man in der Regel, okay, das muss so ähnlich klingen, wie das jetzt hier in dem Buch war. Ich habe jetzt leider keins griffbereit, aber man kann, doch, ich hätte den TVÖD, hätte ich da, weiß nicht, aber ob da wir haben eine Schriftstellerin hier. Wir können ja mal fragen, wie wichtig der erste Satz ist und wie schwierig es ist, den zu formulieren, Claudia.
Also grundsätzlich, erster Satz ist schon was Besonderes und vor allem halt auch jetzt Verlage, Lektorate, die legen da dann auch sehr viel Wert. Es ist allerdings selten der Satz, den man als Autorin tatsächlich als erstes schreibt, sondern das ist dann was, was sich dann halt wirklich übers Lektorat meistens rauskristallisiert, was der erste Satz dann sein sollte. Insgesamt ist es ja die Aufgabe nicht nur des ersten Satzes, aber des Satzes natürlich ganz besonders, aber auch so der ersten halben Seite, die Leute in das Buch reinzuziehen, dass sie drin bleiben. Also das ist das, was man bei Audioformaten sagt. So die ersten 20 Minuten sollten auf jeden Fall störungsfrei sein, keine Laster im Hintergrund etc. pp. Wenn man jetzt halt von Hörbüchern ausgeht oder halt auch von selbst eingesprochenen Hörbüchern, und wenn halt so bei Stunde 2 oder sowas mal ein Vögelchen vorm Fenster zwitscht, dann ist das nicht ganz so dramatisch. Aber halt so der erste Teil, der muss wirklich super sein, damit die Leute Bock haben, halt dran zu bleiben. Und das wäre dann halt im Geschriebenen der erste Satz, die erste halbe Seite, die erste Seite, genau. Okay. Aber ist es manchmal so, dass du, die Geschichte ist schon komplett fertig, der Roman ist geschrieben, dass du dir dann nochmal den ersten Satz anguckst und vielleicht noch dreimal umstellst? Machst du sowas? Ich jetzt tatsächlich seltener, ist aber tatsächlich was, was häufig passiert. Also, und das ist auch ganz häufig was, was jetzt, naja, projektabhängig, aber ganz häufig sonst auch junge AutorInnen beziehungsweise neue AutorInnen ganz häufig davon abhält, tatsächlich ins Schreiben zu kommen. Weil die anfangen mit dem ersten Satz. Horror vacui, der Horror vor der leeren Seite. Genau, die leere Seite. Und dann so, oh mein Gott, der erste Satz, das ist das Allerwichtigste vom ganzen Buch. Und dieses, so eine Routine zu kriegen, dass man nicht in der Reihenfolge schreibt, wie es später dann mal in einem Buch abgedruckt ist, und zu sagen, ich kümmere mich um den ersten Satz und um die Einleitung später, das kommt ganz häufig erst nach ein paar Büchern oder nach ein paar geschriebenen Sachen, dass man dann irgendwann auch weiß, das kann ich irgendwann später machen, wenn ich weiß, wie der Rest vom Buch letztendlich ausgegangen ist. Ja. Also machst du eine schöne Leiter, weil Johannes hatte ein Beispiel da in dem in der Episode, und da begann das Buch mit den Worten, hier beginnt die Geschichte, und es endet mit, hier endet die Geschichte. Das fand ich irgendwie total niedlich. Ja, genau. Das war das auf den Tisch. Das war das Buch der schlafenden, die Stadt der schlafenden Bücher. Ne, von Stadt der träumenden Bücher. Habe ich gerade erst als Hörbuch gehört, nämlich. Fand ich auch sehr gut. Ich habe das mal in einem Urlaub. Wenn man die Geschichte kennt, dann ist das wirklich ein sehr schöner, runder Beginn und Schluss tatsächlich, weil das ja mit der Geschichte zusammenhängt auch. Wobei es natürlich jetzt, wenn es jetzt nicht mit dem Inhalt komplett zusammenhängen würde, würde es dir wahrscheinlich jeder Lektor, jede Lektorin raushauen unter dem Aspekt von Show, don't tell. Ja, jetzt erzähl mir nicht, was alles kommt, sondern mach einfach hinne. Genau. Nee, und deswegen. Ich schreibe ein Buch. Das ist die erste Frage. Genau. Und in diesem Artikel wollen wir zeigen, dass bla bla ja. Okay. Ja, so würde ich ja da eher dran gehen und gucken und das inhaltlich auseinandernehmen, weniger diesen spielerischen Charakter. Aber viel schöner ist ja, dieses Spiel da reinzubringen, wie das der Stefan und der Johannes gemacht haben. Deshalb übergebe ich jetzt das Mikro wieder an Johannes. Du hast das so schön gemacht gerade. Mach mal weiter. Och, vielen Dank. Genau, also das machen wir bei Luft nach oben. Wir haben Spaß, und wer zuhören möchte, hat hoffentlich auch Spaß. Oh ja. Und oder hat Spaß. und ja, wir gehen gern auf unsere Community ein. Also ich gehe gern auf die Community ein, Stefan weniger gern. doch. Ich schon auch. Vielleicht anders, mit einem anderen Ansatz. Also wir haben da manchmal auch schon so ein bisschen so Reibung, gewollte Reibung mit Community-MitgliederInnen, und dann macht es auch Freude, sich da so ein bisschen zu betteln oder sich so ein bisschen den Federhandschuh zuzuwerfen. Wie reiben die sich an euch? Was machen die? Kritisieren die dann eure Wortwahl oder sagen die, das war eine doofe Idee? Oder wie kann ich mir das denn vorstellen? Sie kritisieren tatsächlich manchmal falsche Aussprache. Wir haben da beide so ein bisschen Lieblingswörter, die wir jetzt auch einfach mal nicht nennen. Dazu muss man unseren Podcast hören.
Oder wir haben auch ein Community-Mitglied, der ist sehr aktiv und hat uns auch schon Spiele geliefert. Es hat dann nicht so funktioniert und dann hat sich so die Aussage, danke Tobi, als Running Gag etabliert zum Beispiel. Für diese unlösbare Aufgabe. Alles ganz freundschaftlich. Ja, okay. Ja, ist mir gerade schon aufgefallen, weil du sagtest, also Aussprache, du sagtest Genderbeitrag zu Becky. Und ich würde immer Genderbeitrag denken, aber okay. Würde ich auch. Ich hatte einen kurzen Schlaganfall. Also ich würde auch Genderbeitrag sagen. Schwarzer Humor. müssen wir, nein, ist okay. ja. Mach dir nichts draus, Martin. Wir kommen manchmal auch an unsere Grenzen des Geschmacks bei uns im Podcast. Das gehört einfach dazu. Am besten finde ich eigentlich die Situation, wenn wir andere Podcasts zu Gast haben und man merkt, dass die auch nicht reingehört haben und wir machen so Kampfansagen und machen die quasi fertig in unserer Kampfansage und die so, ja, wir wünschen uns ein faires Spiel oder so und man merkt, dass wir hauen da den Beef raus und die wissen es halt nicht, wollen halt lieb sein, weil sie zu Gast sind und das macht auch sehr viel Freude auf alle Fälle. Ja. Das ist ja dann Heimvorteil für euch. Ja, also uns macht's Freude. Ne? Darauf kommt's ja an. Genau, das muss Spaß machen, richtig. Hauptsache Spaß, ja. Wie viele Episoden gibt es da jetzt? Also der Podcatcher hat mir das nicht so schön angezeigt, glaube ich. Wie viel hat er denn da auf dem Tacho? Pan 60. Ein Jahr machen wir das jetzt auch schon, ja, ne? Ja. Moment. Und versuchen auch relativ strikt den Wochenrhythmus einzuhalten. Ui. Ist uns, glaube ich, zweimal nicht gelungen. Ja, es sind vier Folgen oder so, die wirklich weggefallen sind. Ja, aber so über ein Jahr machen wir das jetzt. 59 ja. Folgen, weiß nicht, ob es eine Nullnummer gab, es nicht. Nee, dann war es jetzt die Nummer 59, die jetzt gerade rauskam. Ja, ich glaube, wir haben eine Nummer aus Versehen übersprungen. Genau, hier 58 Folgen steht hier. Ja, irgendwer hat uns dann mal im Nachhinein drauf hingewiesen, es gab ja gar nicht Folge XY. Also passiert. Ja, ja, ich habe ja, es gibt nämlich noch einen anderen Luft nach oben Podcast, das kann ich ja hier mal leaken. Da gibt drei Stück. Ja, also genau. In meinem Podcast gibt es drei, genau. Es gibt noch schlechtere. es gibt jedenfalls noch andere, die auch Luft nach oben heißen, aber uns hat der Name so gut gefallen. Deswegen habe ich dann die erste Folge so vordatiert, dass wir der erste Podcast waren. Aha. Okay, ja, da kommt man mit der Zählerei schon mal ein bisschen durcheinander. Das ja, genau. Das aber so eine verschwundene Episode, die ist ja auch für allerlei Mythen gut. Mhm. Da gab es in der Vergangenheit, gab es mal, wer war das denn noch? Weißt du das noch? Bitte, was? Irgendjemand hatte mal so eine verschwundene Episode und irgendein Angebot und dann, das wurde immer, das kam immer mal wieder hoch wie so ein U-Boot. So, ja, das ist in der Episode. Und die gab es aber gar nicht. Und dann haben sie, glaube ich, irgendwann mal zwischen Weihnachten und Neujahr, dann haben sie irgendwie so eine, oder war das auch Puerto Partida? Sag mal. Nee. Habt ihr da nicht sowas gemacht? Jetzt kommt mir gerade. Also ich sehe gerade, die Folge 35 fehlt und 36. Und die Folge 37 kommt vor der Folge 36. Ach so, okay. Tja, Schlaganfälle kommen halt häufig vor. Schön, das ist mir nicht aufgefallen. Schwarzer Humor. Müssen wir das irgendwie, also, muss denn sowas sein? Ja, genau. Ja, auch schön fand ich die Folge, wo wir Stadtteile von Köln, wo du die raten musstest, ob das Stadtteile von Köln waren oder nicht. Ach du lieber Zeit. Das ist, glaube ich, für die Leute lustiger, die Stadtteile tatsächlich kennen. Also ja, für mich klangen die alle gleich blöd. Habt ihr euch bestimmt in den Wahn geredet, oder? Ja, genau, Wahn. Köln-Wahn. Ja, also das ist Luft nach oben. Und wir haben Spaß. Das kann ich nur wiederholen. Das Cover hat Jonas Mahr gemalt übrigens, der ja auch bei Puerto Partida sehr viele Folgen geschrieben hat oder auch bei Der will doch nur spielen. Ja, du hast so eine ganze Crew von
kreativen Menschen irgendwie um dich geschart im Laufe der letzten Zeit, Jahre, ne? Irgendwie. Wie hast du das gemacht? Das ist eine gute Frage, dass, wenn ich Danke. Das wüsste. Durch falsche Versprechungen. Einfach nur den falschen. Alles ganz einfach. Lob und Ehre. Ja, oder wir machen mal ein Podcast-Format, das könnte tatsächlich finanziell was abwerfen. Na, am Anfang vielleicht nicht, aber irgendwann könnte das mal so erfolgreich sein. Und ja, das sind so diese Versprechungen von Johannes. Die Aussage ist aus dem Jahr 2013, als ich dachte, dass Puerto Partida da mal so richtig durchstartet. Ja. Ja, und inzwischen habt ihr eure Baugruppen wieder abgestoßen. Die Ländereien. Ja, genau. Ich sag mal so, also ich glaube, das Erfolgsgeheimnis ist, dass man nicht ausschließlich unter anderen Podcastern versucht, Leute zu finden für die Projekte. Weil die sind. Ach, unter anderen Podcastern, also okay, ja, also aus ja, dieser. Ja, genau, oder Podcasten, denn. Ja, jetzt verstehe ich, ja. Weil in der Regel ist es ja so, dass die Leute, die schon eigene Podcast-Projekte haben, die Energie natürlich in ihr Podcast-Projekt stecken müssen in erster Linie und eben weniger die Chance haben oder weniger Zeit auch haben für eben noch ein weiteres Projekt oder so. Und es gibt meistens dem Ganzen einen ganz anderen oder neuen Schwung, weil eben nicht das aus dem Wissen eines Podcasters passiert, sondern eben, weil man Leuten eine Möglichkeit gibt, kreativ zu sein und das eben sich auszuprobieren in Bereichen, wo man vielleicht dachte, ach, das interessiert mich jetzt gerade. Und so irgendwie braucht man natürlich auch schon ein Händchen dafür, für Leute, die ein bisschen kreativ sind. Aber ich denke, in vielen schlummert einfach auch viel. Das hast du gerade im Nebensatz so ein bisschen durchblicken lassen, Puerto Partida sollte vielleicht tatsächlich mal so ein bisschen, sagen wir mal, kommerziell erfolgreich werden. Hast du nicht nur leicht durchblicken lassen, das wird ja weniger direkt gesagt. Luft nach oben ist ein reines Hobbyprojekt, nehme ich mal an. Ne? Das ist reiner ja. Spaß an der Sache. Ja. Ja. Puerto Partida hatte offenbar einen etwas anderen Spin. Hätte es auch gerne hauptberuflich gemacht, hat sich nicht so richtig getragen. Höre ich das da so richtig raus? Also wir reden über ein Podcast-Projekt, das vor sieben Jahren eingestellt wurde, glaube ich. Ja. Aber ich sage es nur noch, um das nochmal einzuordnen. Ja. Ja, aber du hast natürlich recht, als ich mit Puerto Partida gestartet bin, das war ja noch im Studium, dachte ich, dass man mit Podcasting reich werden könnte. Ja, das ist ein Labelbau. Ach, das hier. Ja, man könnte sagen, das ist ein Label, diese Lano Inc. Ja. Aber mittlerweile ist das, also da ist ja super viel Energie reingeflossen und dann, um die Geschichte mal noch zu komplementieren, dann habe ich gesagt, wir machen das einfacher, wir teilen es eben auf, machen mit viel mehr Personen das. Das war dann Akte Aurora, wo wir eben ein vorproduziertes Hörspiel ja quasi hatten, dann den eigentlichen Part des Spieles, das eben geschrieben wurde und dann nochmal so ein Abschlusspart und wieder was zum Mitspielen und so und daraus machen wir dann zwei Folgen. Das war Akte Aurora. Auch ein super schönes Format vom gerade von dem Erraten und Mitspielen, aber dadurch super aufwendig. Also das habe ich wirklich unterschätzt damals, das muss ich echt zugeben. Deswegen haben wir das dann auch nach zwei Jahren dann verlassen müssen, einfach auch, weil ich glaube, dann wären alle durchgedreht, wenn wir das noch weiter gemacht hätten. Das war einfach viel zu überproduziert für ein, das machen wir neben dem Beruf, Projekt. Und plötzlich Piratin, das letzte Projekt vor dem aktuellen, ist egal. Also, das dann danach kam. Was? Ja, wir kommen da noch wir hin. Wir kommen da noch hin zu den tapferen Takahaka. Takahaka. Tapferhaka. Bei Plötzlich Piratin
habe ich zum ersten Mal dann gesagt, okay, jetzt habe ich wirklich einen Vollzeitjob nebenbei und bin nicht nur so selbstständig und habe quasi, kann mir das freischaufeln, wie ich möchte, sondern jetzt habe ich wirklich einen Vollzeitjob. Und deswegen haben wir jetzt kein Skript mehr. Also es gibt quasi kein Skript. Okay, ja. Freispiel. Sondern bei Plötzlich Piratin hatten wir halt, das fing an mit, ich lasse die Community, ähnlich wie Akta Aurora, wir verteilen das auf viele Leute, wir haben die Community quasi Orte entwickeln lassen und so. Und ich hatte das aber tatsächlich auch ein bisschen unterschätzt, weil viele dieser Orte, die dann entwickelt wurden, müssten eigentlich oder mussten dann überarbeitet werden, damit die Orte überhaupt zusammenpassen, weil das kommt ja nicht aus einer Feder, sondern das kommt aus ganz vielen Federn. Und dann war das schon auch ein bisschen noch aufwendig und leider konnten wir den Personen, die da dahinter stehen, nicht immer ganz gerecht werden. Da kann mich jetzt gleich Martin noch ein bisschen unterstützen. Also unser Martin, bei Plötzlich Piratin, aber wir haben, weil wir die Orte dann gar nicht so bespielen konnten, wie viel Energie und an kreativen Ideen von der Community in die Orte reingespielt wurde. Das konnte man dann eben immer nur so ein bisschen anteasern. Genau. Und das war auch ein sehr cooles Projekt. Da haben wir schon unser Ensemble gegründet und da würde ich jetzt tatsächlich gerne den Martin mit einbinden, damit das nicht zu einem reinen Monolog wird. Dann starte ich doch mit dem Monolog. Also wenn du jetzt mich, Martin, und nicht den moderierenden Martin meintest. Nein, ich meine nicht den moderierenden Martin, sondern ich meine den Regie-Martin Martin. Genau. Ich möchte auf eine Frage von vor etwa 20 Minuten antworten. Yay. Nein, aber sie gibt einen schönen Anstieg dafür. Wie kriegt Johannes eigentlich diese Leute um sich? Das begann nämlich tatsächlich bei mir mit Plötzlich Piratin. Ich weiß nicht, ob das... nee, Quatsch, die Geschichten lasse ich, nein. Kennengelernt habe ich den nämlich tatsächlich während, wie hieß es, dieses Da mit der Insel, Puerto Partida. Und als ich gerade noch am Überlegen war, oder möchte ich ja auch mal mitspielen, war es rum. Dann kam Akta Aurora, bis ich da mir überlegt hat, dass ich vielleicht mal mitspielen möchte, war es rum. Dann kam diese Idee mit Plötzlich Piratin rüber und er erzählte immer drüber und irgendwann rief er mich mal an und sagt, du, mir fehlt aber immer noch die Musik, ich stelle mir so irgendwas zwischen Monkey Island und Zelda vor, aber ich komme da nicht hinter. Und da war gerade Pandemiebeginn und ich hatte zu viel Freizeit, zu wenig Hobbys und ein Digitalpiano neben mir stehen und dachte, das wäre doch jetzt der Punkt, wo man immer mal komponieren wollte, damit zu beginnen. Und tat dies und dachte, gut, jetzt ist für mich damit der Job aber auch getan, ich könnte ab und zu mal Musik machen. Und dann hat er aber leider immer mehr von diesem Projekt erzählt und das hat auch Spaß gemacht. Dann habe ich meine Aufnahme mitgehört. Wir sind auch richtig technologisch aufgestellt mit einem Pad, das uns sehr nette Menschen programmieren. Also so ein im Prinzip kollaboratives Editieren von einem Chat, wo man noch so ein bisschen Sachen hin und her spielen kann. Bei Akta Aurora war es deutlich mehr genutzt, als wir es jetzt tun. Aber auch bei uns braucht es da sozusagen ein wenig Regie im Hintergrund. Deshalb hat er mich eben als Regie eingeführt, um sozusagen die Spielenden, also den Spielleiter und die Kandidaten, den Rest des Ensembles so ein bisschen zu dirigieren, dass man, also es ist ja, vielleicht fängt man auch noch ein Stück früher an, es ist eine Mischung aus Hörspiel und Rollenspiel und Hörer-Einwahl-Podcast. Quiz-Show, ja. Oder? Quiz-Show, Abenteuer, nicht wirklich. Audio-Abenteuer. Audio-Abenteuer, das klingt, das ist cool, das können wir übernehmen. Im Sinne davon, es kommt einer rein, der nicht viel weiß und drinnen sind viele, die was wissen. Rollenspiel ist ja umgekehrt, da ist einer, der alles weiß und viele, die nichts wissen.
und sozusagen die Crew darstellen, die sich durch irgendeinen Dungeon oder eine Weltraumstadt kämpft. Und hier ist es halt in einem Piratenuniversum angesiedelt und ein Kandidat spielte sich in Plötzlich Piratin immer als der gleiche Pirat. Also man hat sozusagen jede Woche gewechselt, wer ihn spielt, durch eine Welt, die wir kannten. Und wir sind durch sechs Staffeln durch immer freier geworden in was wir vorgeben. Am Anfang, wenn man dann aus Acta Aurora und Puerto Partida kommt, hatten wir wirklich noch so, der hat drei Aufgaben, das kann er da oder da kriegen und so müssen wir das regeln. Und irgendwann haben wir nur noch gesagt, jo, der wacht halt morgens auf und dann gucken wir, was er tut. Und man hat die Orte, hat eine ausgebaute Welt, hat Charaktere, die sich darin befinden und hat einfach zusammen Spaß, Improvisationstheater zu spielen im Prinzip. Aber ich höre von mehreren Hörenden, dass es wohl auch beim Zuhören Spaß macht. Ich kenne bei Plötzlich Piratin tatsächlich mehr den Effekt des Mit-Dabeiseins. Weil da hat er mich dann auch irgendwann dazu gekriegt, wo ich schon mal immer da sitze und Regie führe, kann ich mir doch auch mal so ein Mikro kaufen. Und dann wurde es schlimmer. Das klingt jetzt so, als hättest du dann Spaß dabei. Wie eine Spinne. Ja, das man muss das so dastehen. Ja, der Stefan sagt es, wie es ist. Ich habe euch nicht mitgenommen, damit ihr mich schlecht macht hier. Nee, also tatsächlich ist die Produktion bei Plötzlich Piratin war dann gegen Ende so, wir treffen uns 17:30 und um 19 Uhr beginnt die Aufnahme und dann besprechen wir in den 17:30, also 18, also in der einen Stunde, weil eine halbe Stunde brauchen wir noch für Technik hin und her. I feel you, Bro. Genau. In der einen Stunde besprechen wir dann quasi, was wir in der Folge so ganz grob machen. Und bei Plötzlich Piratin war es eben so, wir haben eben eine Geschichte von einem Charakter erzählt, der eben durch verschiedene Personen gespielt wurde. Und jetzt können wir schon... Und Martin habe ich eben über die Musik mit reingebracht. Und da hätte ich tatsächlich das Intro ganz kurz dabei. Da können wir ja mal ganz kurz reinhören. Oh ja? Oh, mein Soundboard scheint, mein Ultraschall-Soundboard scheint hier gerade sich verschluckt zu haben. Ich bestarte es nochmal. Hier spricht normalerweise der Kandidat jetzt drüber und sagt, wer er ist und sagt Hallo und dass die Folge bald losgeht. Und das tut sie dann auch irgendwann. Und ich habe jetzt, weil ich es nicht auf meinem richtigen Soundboard habe, jetzt muss ich kurz Pause stoppen und demnächst starten. Sehr lachen. Zu dieser Musik bin ich vorhin die Spindeln eines Parkhauses runtergefahren und als es dann plötzlich so nochmal zum Schluss so aufpiepst, sozusagen, da hätte ich beinahe das Lenkrad verrissen. Das ist witzig. Aber ich finde, da geht einem das Herz auf, ne? Ja, genau. Also die Musik ist einfach wunderschön. Das ist so richtig, also das ist was Verspieltes, aber auch was sehr Freundliches, was Entgegenkommendes. Irgendjemand nimmt dich quasi, kommt dir freudestrahlend entgegen, nimmt dich an die Hand und sagt, komm mit, mach mit. So, das ist genau die Botschaft. Ich glaube, das sollst du ja auch vermitteln. Und das, bei mir kommt das so an, ja. Mhm. Genau, und Martin, du hast dieses Grundthema jetzt eben in ganz vielen Musikstücken mittlerweile drin, ne? Oder genau, wie ist es dazu langweilig gekommen? Ich hatte früher mal in frühester Jugend vor... Ach du
Kacke. Ja, also vor mehr als 25 Jahren hatte ich mal eine Jazz-Kombo. Und im Prinzip mache ich genau das mit moderner Technik. Bin völlig fasziniert, was man aus so einem Standard Logic Pro rausbekommt, wenn man einfach immer nochmal selber dazu spielt und sich vorstellt, jetzt bin ich eine Trompete. Jetzt bin ich ein Saxophon. Und man hat halt sein eigenes Thema, spielt dran rum, mixt noch ein bisschen. Ich möchte es nicht so richtig komponieren nennen, aber es macht nachher auch mir Spaß, das Endergebnis zu hören. Also würdest du sagen, du improvisierst auch bei der Musik? Genau. Es ist auf einer Metaebene ist auch die Musik irgendwo improvisiert, ja. Und die Noten kann man, das möchte ich ganz kurz noch, die Noten kann man sich über unsere Seite, die wird verlinkt dann auf Martins Seite, da kann man sich die Noten teilweise runterladen. Ich glaube nur nicht von ganz allen Stücken, aber zumindest von einigen Stücken. Und wir hatten auch Hörerinnen und Hörer, die das uns die dann eben das zu Hause einmal am Schifferklavier und so eingespielt haben. Und das ist auch für uns wiederum toll, wenn sowas zurückkommt. No? Das war ein wirrer Moment, dass einen jemand fragt, kannst du mir davon ein Klingelton langes Stück machen? Ich will das auf mein Handy spielen. Und also wenn man vorher noch nie irgendwo selber kreativ draußen war, außer in einem Rahmen, wo man alle Menschen kennt, die im Publikum sitzen, ist das ein bisschen wirr. Aber du hast dir damit ja die Chance genommen, jemals als Kandidat da teilzunehmen, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ja, aber ich bin, glaube ich, auch mit Fäden im Hintergrund besser, merke ich. Also ich bin deshalb auch irgendwann in die Sprechrollen mit rein, weil ich in der Regie dann immer jetzt, Johannes, sag mal das, nee, mach mal so, bis er irgendwann gesagt hat, dann mach doch selbst. Und dann habe ich irgendwann auch mal Charaktere mit eingebracht. Ich gestehe, genau. Ich habe jetzt nur eine Episode, also die Nullnummer habe ich gehört, aber da war ja nur Meter drumherum geredet. Jetzt habe ich die eine gehört, wo der, wie heißt denn dieser Slogan, den er immer hat? Ich bin der, was hat er denn immer gesagt? Das habe ich doch vergessen. Na egal, was wollte ich fragen? Habe ich auch vergessen. Meinst du jetzt, sind wir noch bei Plötzlich Piratin oder schon bei tatsächlich Takahaka? Takahaka. Tapfere Takahaka. Ich weiß ja meinen eigenen Titel nicht. Plötzlich Takahaka, genau. Genau. Da brauchen wir noch eine Überleitung hin, bevor wir darüber reden. Weil waren wir noch nicht. Also die Musik war jetzt schon auf Tapfere Takahaka. Aber, ja, was meine ich doch? Zu der Musik bin ich doch heute Auto gefahren im Parkhaus. Okay. Genau. Also du hast Tapfere Takahaka gehört. Wir waren aber noch ganz kurz bei Plötzlich Piratin. Okay. Ich halte mich zurück. Alles gut. Jedenfalls ist es so, dass wir bei Plötzlich Piratin eben dann irgendwann zu einem Punkt kamen, wo wir die Geschichte von Sam, also dieser Hauptfigur, aus unserer Sicht fertig erzählt haben, haben dann eben noch ein bisschen dran rumgefeilt an dem Konzept, sind immer noch in derselben Welt, aber haben einen Neustart quasi gemacht, was dazu führen soll, dass man, wenn man quer einsteigt, eben es leichter hat zumindest. Das ist ähnlich wie bei einer Soap, da kennt man die drei, kann man auch überall einsteigen und man kennt die drei Charaktere nicht, aber es macht trotzdem Spaß zuzugucken und irgendwann wird's richtig schön. Und bei Tapfere Takahaka haben wir jetzt wieder das, was wir bei Puerto Partida hatten. Es gibt einen Kandidat, eine Kandidatin, die eben versucht, hier Pirat auf dem Piratenschiff von Sam zu werden. Und Sam haben wir quasi von Plötzlich Piratin übernommen. Das spricht jetzt Becky. Die spricht jetzt quasi immer denselben Charakter Sam. Und das Ensemble spielt eben Crewmitglieder, die einem neuen Crewmitglied oder potenziellen Crewmitglied helfen, eben in dieser Welt ein Abenteuer zu erleben. Auf den Punkt gebracht, jemand, der mitspielt, möchte Pirat der tapferen Takahaka werden, muss dazu ein Abenteuer, eine Mutprobe bestehen und wenn er das schafft, dann gehört er dazu. Ja, und um das akustisch interessant zu machen, bist du nicht der Einzige, der spricht und antwortet, sondern du hast dann mehrere Stimmen. Früher, kann ich mich erinnern, kamen die teilweise vom Band.
Da hast du, das gab es so ganz wunderschöne Situationen, wo du dich manchmal auch vertan hast und den falschen Knopf gedrückt hast und so, dann hast du über dich selber lustig gemacht und das waren so, für mich waren das so großartige Momente, weil ich so mitgefühlt habe und ich fand das so schön, wie du es aufgelöst hast. Jetzt scheint das aber anders zu sein. Die Crew scheint da zu sein und so wie Martin es gerade sagte, auch mit Improvisationstalent auf ungeplante Situationen eingehen zu können, was natürlich so ein Tonband nicht kann. Das ist ja alles nur vorgefertigt. Genau, also Becky, Sam kommt quasi weiterhin vom Tonband nur. Das so ein bisschen brauche ich das noch. Aber tatsächlich ist es so, dass diese Sätze vorher aufzunehmen und dann auf ein Soundboard zu legen und dann auch in dem Moment eben zu wissen, wo was grob liegt, das muss man ein bisschen üben auch. Das ist zu aufwendig, gerade wenn wir nicht wissen, wo wir denn überhaupt hinkommen, wo wir landen. Wir wissen nicht, ob Charakter XY, den wir uns jetzt ausgedacht hätten, ob wir den wirklich hier treffen oder ob der einfach nie drankommt. Und das wäre einfach schade, wenn dann zu viele Leute einfach Sachen aufnehmen müssten und ich mich fast nicht mehr auskenne. Und deswegen haben wir jetzt ein Ensemble, ein Improvisationsensemble, bestehend eben aus dem Martin, mir und zwei weiteren Personen. Das eine ist Kati, die kennt man vielleicht noch auch aus Puerto Partida, Akte Aurora, und Göckchen, die Improvisation in Nürnberg macht und dort auch auf der Bühne steht und uns da auch ein bisschen coachen kann und eben auch vorher keinen Podcast gemacht hat. Deswegen gibt es da wenig Berührungspunkte bisher. Und die wurde uns von Philipp von Das Ach empfohlen zum Beispiel, weil die mit ihm zusammen wiederum Improvisation macht. Und ich habe eben rumgefragt und habe gemeint, ich brauche aber eigentlich jemanden, der eben nicht, der noch keinen Podcast hat. Und so haben wir dieses Vierer-Ensemble, eben bestehend aus Martin, mir, Kati und Göckchen zusammengestellt. Und wir springen in die Szene und erstellen dann Charaktere, wenn wir sie brauchen. Und das sind nur vier Leute, das hätte ich jetzt aber gedacht. Ich hätte gedacht, das wären mehr. Also mindestens so sechs hätte ich jetzt vermutet. Dann machst du wieder mit der Stimme einiges, ne? Also wir alle. Ah, okay. Ja. Alles klar. Wir alle machen mit der Stimme und es ist tatsächlich noch Stefan als Reiseführersprecher wieder mit dabei. Der gute alte Reiseführersprecher, den wir auch hier wieder brauchen. Da habe ich mich auch irgendwie... Also es ist ja 7 Jahre her, wie du gerade gesagt hast. Ja, im Chat steht es, waren ja vier, als wir aufgehört haben. Wie mit Euro und D-Mark gefühlt umrechnen. ja, genau. Also es lief bis 2018. Da habe ich mich ein bisschen vertan. Ja. Dieses Reiseführer-Dings, das habe ich heute mit ganz großem, wie soll ich sagen, Wehmut? Nee, Freude. Also irgendwie so, das kenne ich, das ist schön. So, also das war wirklich so eine Wiederhörensfreude. Das war richtig klasse, das war schön. Ja, genau. Also übrigens kommt jetzt gerade, wir haben auch gerade bei Puerto Partida, kommt jetzt jeden Sonntag um 12 Uhr kommt wieder eine alte Folge. Puerto Partida wird wieder neu in den Feed geladen, in den Puerto Partida Relistening Feed, damit man das eben zusammen hören kann und dann darüber nochmal sprechen kann, wenn man das möchte. Also wir veröffentlichen die einfach jetzt nochmal. das kommt auch ganz gut an, also weil das für so die Motivation für den einen oder anderen gibt, da auch nochmal reinzuhören. Klar. Ist denn damit jetzt irgendwie ein Wachstum oder Geld verdienen oder irgendwas verbunden? Oder ist das jetzt wirklich, wo du sagst, das ist für mich ein reines Hobbyprojekt, weil ich mache meine 40 Stunden sowieso zu machen und ich mache nur das, was geht. Einmal in der Woche musst du dich ja. Bei mir sind es nur 39 Stunden. Ah, okay, ja, dann hast du ja. Dann sieht die Welt natürlich anders aus, das, klar. Genau. Nee, tatsächlich ist es so, Puerto Partida hatte die meisten Hörer. Weil ich da auch ins Marketing und in sonst was reinstecken konnte. Jetzt mittlerweile muss ich zugeben, ich gucke nicht mehr auf die Zahlen. Ich bin froh, dass ich eine tolle Community habe, die mich, die uns da unterstützt, die eben das finanziert, weil die ganzen Feeds eben am Laufen zu lassen noch ist auch nicht gerade
ja, kostenlos, sage ich mal. Man muss ja doch für die Feeds auch bezahlen und eben auch, ich habe dem Ensemble gerade eben so eine Grundausstattung dann auch teilweise eben gekauft. Dann haben wir natürlich ein paar Investitionen regelmäßig. Und jetzt kommt ja auch wieder Podstock, wo ich auch, zumindest ich werde vor Ort sein. Ich glaube, Martin nicht, ne? Ich glaube, nee, Martin, schaffe ich leider du schaffst es nicht dieses Jahr, ne? Aber wir haben das vor nächstes Jahr auch und da müssen ja jetzt auch wieder Aufkleber gedruckt werden. Und da brauche ich auch noch eine gute Idee für ein, wenn jemand eine gute Idee hat für ein gutes Merchandise, was kein anderer Podcast hat, so wie die Lanyards bei Puerto Partida oder die Bierdeckel, bin ich auch sehr offen dafür. Ja. Also genau, wir brauchen natürlich wieder irgendwas. Ich freue mich total aufs Podstock und da wieder die Leute zu treffen. Und ich sag mal so, Podcasting ist für mich mittlerweile ein Hobby. Einfach aus dem Grund, weil wenn ich jetzt, und das, die Rechnung hatte ich bei Puerto Partida schon nicht richtig gemacht. Augenklappen, sehr gute Idee. Mal gucken, was es da gibt. Gut. Die Rechnung habe ich bei Puerto Partida nicht gemacht. Je mehr Leute daran beteiligt sind, desto mehr musst du ja das Geld eigentlich auch aufsplitten, wenn du Geld verdienst. Und das führt zu Problemen, weil kriegen jetzt alle gleich viel, weil der eine Geschichte geschrieben hat, hat vielleicht 20 Stunden investiert als jemand, der vielleicht nur 2 Stunden ins Mikro spricht. Und das ist super kompliziert in einem Hobbyprojekt oder in so einem Projekt überhaupt zu machen. Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn es nahezu auf null rausgeht und das tut's auch. Meistens investiert man eher selber noch ein bisschen was rein und das ist vollkommen in Ordnung. Das große Finanzierungsziel ist also nicht mehr gegeben. Und das muss es zum Glück auch nicht mehr. Um deine Frage noch zu beantworten, genau. Mhm. Aber es macht einfach super Spaß, neben einem normalen neben einem normalen Bürojob. Oh, es ist ja kein Bürojob, aber also ich bin Dozent mittlerweile und unterrichte Schülerinnen und Schüler. Und daneben dann noch einen kreativen Ergänzung, einen kreativen Ausgleich zu haben, das macht super viel Spaß und macht eben vor allem dann auch Spaß, wenn man eben Feedback bekommt. Das kennt ihr ja auch. Also wenn eben Leute so ein kleines Video schicken, wo sie Ding oder eben wie bei Stefan und mir eben Spiele vorbereiten, das ist einfach großartig. Das ist einfach, oder genau beim Aufräumen-Podcast, Spülschwämme für einen Aufräumen-Podcast. Udo ja, ist nicht mehr im Chat, schade. Schön. Ich wollte auch so Aufkleber machen. Na egal, machen wir vielleicht nächstes Jahr. Auf alle Fälle, es macht einfach super viel Spaß, kreativ zu sein. Und das in einer Form, wo man sich eben gezielt eben an einem bestimmten Termin trifft und das dann dort macht. Also ich muss trotzdem aufpassen, das sind ja jetzt aktuell, also Montag kommt nichts, weil da kommt die Esel- und Teddy-Show. Dienstag kommt normalerweise ein Wolf liest Märchen, der schläft gerade bei mir, da ist das Märchen gerade eingeschlafen im Moment. Dann kommt Luft nach oben am Mittwoch, Donnerstag kommt plötzlich Piratin, beziehungsweise mittlerweile tapfere Tackerhacker. Ich musste noch nie über das Projekt sprechen, deswegen egal. Also tapfere Tackerhacker kommt mittlerweile Donnerstag und Sonntag eben Puerto Partida Relistening und damit ist auch wirklich die Woche dann gut gefühlt. Ne? Boah, das klingt schon nach einem straffen Programm, also ja, ja, also da muss ich denke auch, dass ich ein Wolf liest Märchen, das sind jetzt quasi noch, ich glaube, so 20 Märchen offen in dem Grimms Buch. Die werde ich wahrscheinlich noch irgendwann machen und dann ist das Projekt auch zu Ende. Auch das darf sich mal beenden. Aristocats hat das ja auch mal irgendwann gemeint. Ich bin der Einzige, der es schafft, Projekte auch mal zu beenden, Podcast-Projekte. Mal gucken, ob ich das noch weiterhin so gut durchhalte. Aber es ist doch, also ich habe jetzt nur die eine Tacker-Hacker-Folge gehört, aber da fiel mir halt wieder auf, was mir damals bei Puerto Partida schon aufgefallen ist, es muss ja ziemlich viel Postproduktion geben, denn das ist alles so nahtlos aneinander gefügt, dass ich es mir fast nicht vorstellen kann, dass das so
also quasi in Echtzeit aufgezeichnet worden ist? Oder vertue ich mich total? Du vertust dich überhaupt nicht. Der Unterschied ist aber, während wir bei den anderen Projekten vorher auf Texte schreiben mussten, Aufnahmen machen mussten, die dann eben noch zurechtlegen mussten, dann kam die, dann vielleicht noch eine Trockenprobe oder mit jemandem, der die Geschichte geschrieben hat, so eine Art Abnahme, damit man die Geschichte überhaupt richtig rüberbringen kann, dann die Aufnahme und dann die Postproduktion, haben wir es jetzt eher so, dass wir uns eben 17:30 treffen, dort machen wir dann, besprechen wir, was in der Folge grob passiert. Mittlerweile ist das ein bisschen weiter vorne auch noch, dass wir auch mal in der Woche drüber schreiben. Und dann wird das danach an ein Cutter-Team gegeben. Also es gibt vier Cutter, die sich abwechseln, sodass jeder nur einmal... Ja, ich weiß, da ist jeder Podcaster neidisch und ich bin sehr froh, also ich selber finde schon immer, also ich bin da sehr, sehr dankbar, weil ich muss ja manche Podcasts wie Ein Wolf liest Märchen oder eben muss ich ja selber schneiden und da bin ich schon sehr, sehr dankbar, dass bei Tapfere Tackerhacker wir eben Leute haben, die den Schnitt machen. Und jetzt neu, im Gegensatz zu den vorherigen Projekten, macht nach dem Schnitt Jan Giesmann, wir alle schätzen und lieben ihn, noch Sounddesign. So klingt das auch, als wenn das nochmal durch Jans Hände gegangen wäre. Also das war so erst einmal so mein. Ja. Ich habe es dann im Abspann gehört, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, das klingt eher so nach Jan Giesmann, ja. Das war gut. Ja, ja. Und es macht auch echt Spaß, die Folgen jetzt wieder zu hören. Das ist das erste Mal, dass ich sie jetzt danach nicht nur höre, um sozusagen Quality-Check des Schnitts zu machen. Das macht dankenswerterweise Jan alles gerade mit und mit Leveln und so, sondern auch tatsächlich, ach cool, was hat er denn da eingefügt? Und ich bin gespannt, wie sich das alles noch entwickelt. Also nicht nur hier und da mal ein Knistern von Papier drunter zu legen, sondern tatsächlich auch hinzugehen, wo du die Folge gerade gehört hast, Spatial Audio in der Postproduktion reinzumachen. Es gibt eine Konversation, wo der Kandidat seinen Kopf unter Wasser hält. Genau. Die war bei uns natürlich normal. Da hat Jan hinterher an diversen Reglern gedreht und die klingt jetzt, als hätte er den Kopf unter Wasser. Das ist schon sehr faszinierend. Ja. Das habe ich auf der Autobahn gehört und erst gedacht, hä, ist mein Autoradio kaputt? Und dann dachte ich, ach nein, die sind unter Wasser, natürlich klingt das dumpf. Das muss ja so sein. Da habe ich echt ein bisschen lange für gebraucht, bis ich Täter gekommen bin. Naja. Weil man damit gar nicht rechnet, ne? Das liegt ja auch daran. Nicht gerechnet. Ne? Und das muss ich schon echt zugeben. Also Jan hat halt zu mir gesagt, oder ich habe zu Jan gesagt, so rum. Am Anfang habe ich zu Jan gesagt, ich bräuchte mal wieder so ein paar Atmos. Und Jan sagte zu mir, sei mir nicht böse, aber so am besten noch so Räume, wo man, das ist ein Zimmer, nee, da steht keine Standuhr, der ist einfach nur leer. So Räume kann ich dir nicht noch weitere designen. Das macht mir einfach keinen Spaß. Das ist so frustrierend, so 20 Räume zu machen, wo dann eben einer vielleicht mal vorkommt, so ungefähr. Und jetzt haben wir es dann, deswegen haben wir es rumgedreht. Und das ist total spannend, weil wir jetzt natürlich dadurch die Chance haben, einen Ort zu besuchen, den ich nicht auf meinem Soundboard habe. Also während ich bisher wir die Leute nur dahin lenken konnten, wo ich quasi auch einen Sound dafür habe, könnte oder besteht die Möglichkeit, dass ich eine neutralere Atmo einfach hinten ran reinspiele und Jan eben nachträglich dann einen Ort daraus macht und wir die Atmo dann in Zukunft erst auf dem Soundboard haben. Also ich drücke weiterhin die Soundboard-Tasten und habe weiterhin die Räume auf meinem Soundboard und Hintergrund, Atmo und FX, aber Jan übernimmt das in manchen Teilen und macht dann eben manches davon auch neu.
Ach so, damit das bei der Aufnahme schon eine Stimmung hat für die Sprechenden, brauchst du schon so ein bisschen, sagen wir mal, Rohakustik und die macht dann der Jan hinterher nochmal entweder komplett neu oder er veredelt das, was dann da ist. Ja, verstehe. Ja, also er hat die ja davor quasi auch schon gemacht, beziehungsweise wir haben auch einiges von Plötzlich Pirate noch übrig, aber die spiele ich ein und dann kann es sein, dass die ein bisschen verändert wird noch. Also zum Beispiel habe ich, falls wir mal irgendwann in die Hauptstadt Nombreo kommen sollten, die gab es halt, das war so der Start von Plötzlich Piratin. Da gibt es noch eine Taverne und die Uferpromenade davor, da läuft eigentlich Musik aus der Taverne, so ganz dumpf im Hintergrund. Und die Taverne gibt es aber schon gar nicht mehr. Das heißt, ich kann aber trotzdem die Atmo jetzt nutzen und spielen, ohne dass das schlimm ist, weil Jan dann eben das dann, wenn wir es brauchen, eben noch verwenden kann, eben dann ohne die Taverne im Hintergrund. Mhm. Verstehe. Jetzt der Punkt. Sammet. Ja, bitte. Also, bitte. Was ich da gerne zugeben würde, weil du sagtest, ja, man hört, wie viel da noch im Nachgang passiert und ich mag auch mit keinem Wort irgendetwas schlecht reden, was Jan da tut und bin unglaublich froh über das, was sozusagen noch an den letzten, am letzten Schliff passiert. Es ist aber schon so, dass es faszinierend ist, wie viel davon eigentlich bei der Aufnahme drin ist. Also es ist nicht so, dass wir große Teile vorproduzieren und reinschneiden oder in der Mitte mal einen Cut machen und sagen, wir müssen jetzt mal überlegen, wo wir hingehen. Der eigentliche Schnitt besteht viel aus M's und N's und einem Johannes, der dann sagt, Martin, halt mal die Zeit an, ich muss gerade gucken, wo das Soundfile war, was ich spielen wollte. Und viel der Atmo, viel von dem, was drunter liegt an Übergängen, an Effekten und sowas, sind eigentlich auf den Soundboards. Und das hat mich von Anfang an auch bei Plötzlich Piratin, wo wir sogar noch gesagt haben, wir machen niemals Postproduktion, das muss alles live sein, finde ich gut, dass wir das inzwischen anders machen, weil es gibt echt nochmal mehr. Aber das hat mich von Anfang an fasziniert, dass sozusagen ist eigentlich fast eine Hörspielqualität, Jan, hör weg, hat schon bevor man es nochmal in professionelle Hände legt. Ja, das meinte ich auch. Also das war jetzt tatsächlich aus meiner Hörperspektive gar nicht der Eindruck, das ist aber jetzt irgendwie, wer weiß, wie hoch nachproduziert, sondern die Anschlüsse, die waren so, dass ich denke, hier ist doch wahrscheinlich eine Pause gewesen, weil plötzlich wird eine Koordinate genannt, die fällt irgendwie so vom Himmel und ich frage mich, wo kommt die denn jetzt eigentlich her? Und da stelle ich mir halt vor, da gab es vielleicht irgendwie mal eine Absprache zwischen zwei, drei Mitspielern sozusagen, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Oder hat er die Möglichkeit, von Position 1 zu Position 2 zu kommen? Geht das überhaupt? Kann ich an der Stelle sagen, das ist in Ordnung? Oder muss ich auch als Spielleiter sagen, nee, da ist noch ein Hindernis, da kommst du so leicht nicht durch und so weiter? Ich denke mir, dass solche Absprachen dann vielleicht doch mal kurz nötig sind, wie auch gerade schon erwähnt wurde, halt mal eben die Uhr an, ich muss mal gerade was Audiotechnisches suchen. So. Nee, tatsächlich das nicht, aber der Spieler, die Spielerin hat quasi eine andere Ansicht als die Hörenden. Es gibt hier eine Karte, also wir haben eben das LanoPad, das ist ja so eine Art eben internes Control Panel, das für uns programmiert wurde, wo wir einen Chat haben. Wir haben Tageszeiten, die durchlaufen. Das heißt, wir beginnen am Morgen, am Mittag und hören dann am Abend auf. Das heißt, nach wie viel sind das? Nach grob 50, 60 Minuten ist die offizielle Aufnahme dann auch durch. Also da gibt es quasi einen Timer, der läuft 60 Minuten durch und der wird angehalten in wenigen Augenblicken. Und das passiert aber auch pro Folge vielleicht einmal. Also das ist jetzt nicht so häufig. Was der Spieler, die Spielerin eben noch sieht, ist, es gibt eine Karte oder wir können Karten einblenden. Und diese Karten sind mittlerweile in den Kapitelmarken mit versteckt. Also man kann die sehen, wenn man aufs Handy guckt. Ist natürlich nicht
hat man natürlich nicht immer in der Hand, wenn man es hört, aber das ist quasi der Notbehelf, den wir hier machen. Und was geschnitten wird, worum ich gebeten habe, ist, in der Regel ist es so, dass ich sage, okay, du gehst jetzt in die Taverne, nennen wir einfach das Beispiel, und dann drücke ich einen Knopf, da heißt es Einleitung Taverne oder so, und dann kommt diese Musik, wo Stefan eben den Text zur Taverne spricht. Und in diesen, also ich sage, du gehst in die Taverne und dann kommt der Jingle für Taverne und dieser Satz von mir, du gehst in die Taverne, wird häufig weggeschnitten, weil es eine redundante Information ist. Mhm. Aber den Zweck, den du meintest mit der Absprache, das tun wir tatsächlich live oder beziehungsweise das tut Johannes live in seinem Kopf, indem er sich überlegt, geht oder geht nicht. Oder wir chatten darüber in dem gleichen Pad, was der Kandidat dann nicht sieht, aber alle Darstellenden, dass man auch sowas sagt, wie geh du mal dazwischen oder nein, die Kneipe hat jetzt zu oder geh du doch mal hin und sag, du wärst der und der. Okay, Johannes sagt, da kommt ein großer Mann auf dich zu und im Chat lese ich, Martin, das bist du. Und dann denkt man, okay, ich habe jetzt 3 Sekunden eine Stimme, eine Hintergrundgeschichte und eine Motivation, warum ich da stehe, zu finden. Und dann macht man das halt. Genau, wie im Bro halt. Ja. Das muss man können. Das ist sicherlich eine Herausforderung. Wer hat denn diese sächsische Stimme gemacht? Diese sächsische, oder war das nicht sächsisch, war das thüringisch? Ich kann das gar nicht auseinanderhalten. Ich mochte es nur sehr, es war sehr schön. Ich glaube, Kati müsste das Agnes gewesen sein. Ja. Herrlich. Weil die ja einen ostdeutschen die ist ja geboren in einem der Bundesländer, die der Sprache, dem Dialekt sehr nahe. Okay. Man hätte es nicht kompliziert aushalten können. Stefan, helf mir doch mal. Nein, da lasse ich dich schön hängen. Ja, genau. Möchtest du eine Leiter runter in den Fettnapf? Nee, ich nehme das Seil. Die Schlange. Nee, aber es macht einfach Spaß und tatsächlich improvisieren wir mittlerweile. Also ganz am Anfang von bei dem vorherigen Projekt Plötzlich Piratin, da gab es schon noch so ein paar, was kann man wo machen, hat ja Martin am Anfang schon erzählt auch. Und jetzt ist es halt wirklich so, okay, wir wissen, was der grob machen soll, einen Schatz finden oder keine Ahnung, ich sag mal, vielleicht eine ganz seltene Blume besorgen. Und besorgen heißt eben, die muss nicht irgendwo wachsen, sondern die kann vielleicht auch bei irgendjemandem im Haar sein oder sonst was. Und dann lassen wir die Spielerin, den Spieler laufen und gucken, wie er es improvisiert. Er kann auch Charaktere mitnehmen vom Schiff, also die ihn oder sie dabei unterstützen. Aber tatsächlich ist so der Gedanke, dass die Lösung auch mit improvisiert wird. Also wir haben das Ziel und da steuern wir dann irgendwie drauf zu. Wow. Und das tatsächlich unter Zeitrestriktion. Also 1 Stunde und dann muss die Sache irgendwie an ein Ende gekommen sein. Das ist genau. Eine Herausforderung. Aber macht super viel Spaß. Ja, glaube ich dir. Das glaube ich dir. Ja. Die Zeit wird auch so, als das Schlimmste von allen Kandidaten im Nachhinein immer bewertet. Sagen immer der Zeitdruck, das macht, egal bei welcher Vorbereitung und wie cool man vorher ist, das macht die Kandidaten immer fertig. Ganz klar. Du musst ja aber nur im Vorhinein. Im Nachhinein sind wir alle glücklich, dass sie dabei waren. Werden die denn dann auch Teil des Ensembles, so wie bei Puerto Partida? War das bei Puerto Partida? Ja, das war Puerto Partida. Wo ich dachte, das wird aber irgendwann etwas unübersichtlich. Und ist das jetzt wieder so oder bleibst du bei deinen drei Stammsprecherinnen? Wir sind eben das Ensemble, das Improvisationsensemble. Wir haben auch schon bei Plötzlich Piratin gab es auch so 1-2 Gastauftritte. Man merkt schon, dass wir schon miteinander auch gewachsen sind als Ensemble im Gegensatz zum vorherigen Projekt. Im Gegensatz zu eben Leuten, die neu reinkommen.
sind wir hier halt eben zusammengewachsen. Wir können uns vorstellen, dass wir gezielt, also der Kandidat, die Kandidatin kann sich 2-3 Crewmitglieder raussuchen, je nach Folge, die ihn oder sie eben unterstützen. Und da können wir uns vorstellen, dass wir auch alte oder neue Crewmitglieder quasi mit auf den Weg schicken und die dann mitspielen dürfen. Wir können uns auch vorstellen, dass die vielleicht dann nochmal mitspielen und vielleicht ihre Geschichte weiter erzählen. Sie sind zwar dann schon Pirat geworden, aber haben vielleicht noch andere Aufträge oder so. Auch sowas können wir uns vorstellen. Das ist aber was, da müssen wir über Staffel 2 oder 3 oder Kapitel 3 dann reden. Das liegt einfach in der Zukunft. Da müssen wir jetzt, also wir sind jetzt, es kam heute am Tag der Aufnahme von diesem Podcast, kam jetzt die zweite Folge von Tapfere Takahaka raus. Das heißt, wir müssen erstmal wieder in den klassischen Workflow kommen, dass eben das zu einer Routine wird und dann können wir eben wieder improvisieren und zusätzliche Bestandteile mit reinnehmen. Aber das ist nicht so gedacht, dass das eben auf dem Soundboard liegt oder hier dann plötzlich 20 Leute zugeschaltet werden. Da würde mir der Sebastian hier von Studio Link auch den Strich durch die Rechnung machen. Och, gerade vorhin hat er doch gesagt, weil wenn man das voranmeldet, dann macht er auch mehr Spuren möglich als die ja, standardmäßigen also 10. Technisch geht das, wenn die Internetleitung das hergibt, dann ist das nur ein virtuelles Limit. Wenn du ihn aber herausforderst, so, wird er liefern, bin ich ziemlich sicher. Nein, ich möchte es nicht herausfordern, weil ich glaube, es ist auch schnitttechnisch eine ganz schöne Herausforderung, vor allem wenn unterschiedliche Mikrofone am Start sind. Das kann ich mir gut vorstellen. Beim Wort Taka denke ich an sowas hier. So, ne, wo ich meine Akten mit zusammenklackere. Mhm. Ist das gemeint? Mhm. Oder ist der Taka was anderes bei euch? Wo ist denn jetzt die Nadel geblieben? Oh je, die werde ich gleich in den Fuß haben. Naja. Da gehört sie auch hin, wenn du vorher doch eine Wunde hattest. Mitbekommen, wenn ich gleich aufschrei. So, der Nachteil kommt zum Taka. Der Nachteil am Improvisieren ist, dass man überhaupt keine Chance hat, etwas, was einmal draußen ist, wieder einzufangen. Und die wirrsten Dinge graben sich sozusagen in das Kollektivgedächtnis fest und werden immer wieder aufgegriffen. Wir haben ein sehr, sehr gut ausgearbeitetes Kampfsystem zum Beispiel bei Plötzlich Pirat in eingeführt, glaube ich, das hat auch Jonas mit dir entwickelt, Johannes, oder? Ja, also oder? Jonas ist im Hintergrund auf alle Fälle und macht noch so Spiele und so, sowohl auch, er hat sich übrigens bei Luft nach oben mit eingeladen, Stefan, dass du auch schon mal Bescheid weißt, der möchte eine Folge mit uns machen. Immer genau. Gern. Ja. Hier als erstes erfahren. Ja. Genau, aber ich hole auch wie immer zu. Nee, unterbricht mich, um Gottes Willen. Also ich kann sonst sehr weit ausholen. Ich versuche es kurz zu fassen. Wir haben ein Kampfsystem, die Leute, also das sind ja Piraten, die müssen auch mal mit Degen oder Pistolen gegeneinander irgendwas tun. Es ist im Prinzip Schiffe versenken, um die Spannung an der Stelle rauszunehmen. Also man sagt dann, ich kämpfe Kopf links und man hofft auf das Improvisationstalent der Mitkämpfenden, dass sie dann nicht nur sagen, nö, sondern sowas wie um es auch für den Zuhörer noch erlebbar zu machen. Genau, es ist je nach Kandidat macht das echt Spaß. Aber dann haben diese Piraten ja hinterher Wunden und dann will man das auch ausspielen. Dann hat er seinen Kampf zwar geschafft, aber sitzt mit 3 Wunden und die muss er halt pflegen. Und irgendeine, war das nicht sogar Göckchen, die gesagt hat, oder dein Charakter, Johannes, irgendjemand meint, hast du denn einen Tacker? Als wir fragten, wie er sich heilen möchte, und dann besorgte man sich einen Tacker und hat sich seine Wunden getackert. Und seitdem kann man auch Tackernadeln kaufen in jedem Geschäft im Caribera, so unsere fiktive Piratenwelt mit den Inseln. Und genau.
genau. Ach ja, und das Schiff wurde von, die Crew wurde irgendwann benannt zu den feurigen Tackerhackern, nachdem sie mit einem, auf einem brennenden Papierboot, was ihnen Kati faltete, fast nicht mehr zur Insel kamen. Wo übrigens ein Kannibale hauste. Also wer jetzt Lust hat, noch nicht Lust hat, plötzlich Piratin doch noch mal ganz zu hören, weiß ich es auch nicht. Hat er auch mal gepfiffen? Er hat auch gepfiffen. Ja, ja. Ein Gaststar. Dunkle Erinnerungen kommen da wieder hoch. Ja. Und wir hatten eine große Umfrage, als plötzlich Piratin rum war, wie denn das neue Format heißen sollte. Und da die Crew jetzt die Tapferhacker, die Tackerhacker waren, war die Idee, tapfere Tackerhacker als Namen für das Folgeformat zu wählen. Das war einer der Einreichungen und wurde auch ganz demokratisch in der Community abgestimmt. Und weil ich gesagt habe, eine Alliteration muss sein. Ohne Alliteration kommt mir hier keiner raus. Ja, und deswegen wurde es tapfere Tackerhacker. Hast dich schon vom P gelöst, aber mehr war da nicht möglich, das ist klar. Ja. Tales of Tesoro hat uns sehr gut gefallen. Das ist die einzige andere, die halt leider keine richtige Alliteration war, weil man müsste das Off ja irgendwo in die Abkürzung mit reinbringen. Tesoro, so die Piratenstadt, aber Tales of Tesoro haben wir jetzt sozusagen das, die Welt, das Franchise auf Neudeutsch genannt, in das wir jetzt plötzlich Piratin als ersten und die tapferen Tackerhacker als zweiten Band eingehangen haben. Mhm. Genau. Okay, aber dann sind es tatsächlich die Tacker, also die, es ist tatsächlich etwas, was zusammenfügt, wenn es jetzt eben auch offene Wunden sind und keine Dokumente, DIN A4-Zettel oder was auch immer. Und es sind nicht die Hacker gemeint, die EDV-Hacker. Also das wäre jetzt ja auch noch so eine Schleife, die man vielleicht denken könnte. Das hat was mit Hacking zu tun oder Hacken, auf Deutsch gesagt. Das ist damit gar nicht gemeint. Nö, wir haben halt einen Namen gebraucht, ne? Ja, okay, alles klar. Genau, also aber es macht super viel Spaß. Also wir haben Spaß, ich glaube, die Community hat auch Spaß. Zumindest kriegen wir eben, also wir haben noch einen Discord-Channel neben, und ja, mir ist bewusst, dass der zu Amazon gehört und dass man das eigentlich nicht unterstützt. Aber ich habe deshalb. Ich höre manchmal, Discord ist bäh, jetzt weiß ich, jetzt verstehe ich ja, das ja, erstmal. Das, okay. Das hat, ist nicht ganz unberechtigt, muss ich zugeben. Aber wir wollten eine weitere Alternative zu Twitter einfach haben, wo man sich länger austauschen kann und dass man dann eben wiederfinden kann. Und deswegen bieten wir eben Twitter an und Discord. Und sofern ja alle mit Pseudonym und so weiter drin sind, ja gut, ich weiß, Metadaten. Ja wollte ich gerade sagen, nicht. Die IP-Adresse. Ja, ich weiß, ja. Dann haben aber die halt meine Daten. Na und? Aber dieses Fediverse setzt sich ja gerade halbwegs durch. Ich wusste, dass das Wechsel. Wort kommt. Ich bin 5 Euro drauf gewettet. Ja, wir haben es ja auch getriggert, ne? Kaum. Ja. Genau, das müssen wir noch ein bisschen beobachten und hoffen, dass es dann so kommt, ja. Auf alle Fälle, wir bieten halt unterschiedliche Kanäle an und da stehen wir in Austausch und dann kriegt man halt auch ein bisschen ein direkteres Feedback und das ist wirklich sehr, sehr gut einfach, weil das dieser Austausch, diese Nähe macht halt einfach auch große Freude. Mhm. Lano.social könnte ein schöner, Servername sein. Verstehe. Ich habe noch eine andere Frage an den Martin, weil er gerade vorhin sagte, er hatte das, du spielst das auf einem Stück Elektronik. Der Lars und die Claudia sind auch so Elektronik-Bastlerinnen. Kannst du mal deine Maschine ein bisschen beschreiben, damit die beiden leuchtende Ohren kriegen? Das werden sie nicht.
Also das allererste habe ich wirklich auf einer, hatte ich von einer Freundin aus dem Haus noch in der Wohnung stehen, mit der ich tauschte, weil wir noch nicht dazu kamen, es nach oben zu bringen. Klavinova, nee, es war sogar ein Roland, also aber so ein Standding, 100 Jahre alt, das hatte hinten einen ganz normalen MIDI-Stecker und dann habe ich mir irgendwas auf eBay oder Amazon geschossen, was das irgendwie in mein MacBook kriegt, hab mir Logic Pro, was pandemiebedingt gerade 6 Monate kostenlos war, runtergeladen, nachdem mich GarageBand aufregte, weil man irgendwas nicht ändern konnte, was ich brauchte, und hab dann damit einfach rumgespielt und auch nur die Standardinstrumente, die dabei waren, genutzt und war weggeflogen. Das letzte Mal Audioentwicklung davor habe ich irgendwann Mitte der 90er auf dem C64 mit irgendwelchen Mod-Files gemacht. Das klang schlechter. Und inzwischen habe ich aufgerüstet auf irgend so ein M-Audio 64 Tastending, damit ich was Anschlagsdynamisches habe zum Spielen. Also und so ein Klavier, die, ne? So ein Klavier, E-Piano, genau, oder? Entschuldigung, ja. Einfach nur ein E-Piano und gar nichts überkantiteltes. Aber das Logic Pro habe ich dann inzwischen gekauft und behaupte nicht im Ansatz, damit umgehen zu können. Also ich bin mehr so der Musiker, der genug Technik-Ahnung hat, dass ich Tutorials lesen kann und das, was ich im Kopf habe, umsetzen. Aber es gibt so ein paar Dinge, wo mein Hirn sagt, es müsste eigentlich dafür eine Bedienung geben, aber ich bin, also es ist dann noch zu sehr Hobby, um zu sagen, ich will das, was ich im Kopf habe, um es umzusetzen, jetzt irgendwo da modellieren. Rhythmuswechsel finde ich sehr schwierig, wenn ich so das Gefühl habe, ich hätte jetzt gerne in der Mitte, wo irgendwas langsamer wird, was ich dann dynamisch nachher aber nochmal verschieben kann, komme ich nachher so durcheinander, dass inzwischen alle Stücke bis auf das Intro ein durchgehendes Tempo haben. Steady Beat, ja. Das muss irgendwie auch irgendwie gehen. Warte mal, halt, da gibt's doch im Lateinischen gibt's auch so einen schönen Begriff dafür. Wie heißt das denn, wenn das Tempo gleich bleibt? Ach, Ostinato? Heißt das nicht Ostinato? Oder so ähnlich? Metronom? Ich, keine Ahnung. Ah, warte mal. Das muss ich jetzt mal nachgucken. Ostinato? Macht mir müsste da für den DTV Atlas Musik, die beiden kleinen grünen Bücher, müsste ich aufstehen, aber er wäre in Sichtweite. Tempomatus, schreibt Aristoteles. Ein Ostinato ist in der Musik eine sich stetig wiederholende musikalische Figur. Sei es eine Melodie, davon oder ein bestimmter Rhythmus. Ich wollte gerade sagen, die reden über meine Musik. Nein, der Bolero. 90 Rovell. Der Bolero von Rovell. Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Darf man den, der ist lange genug tot, den dürfte man sogar singen. Ja, tue ich aber meinst nicht. Du, der ist über 70 Jahre? Und seine wohl, oh, das könnte knapp sein. Kindeskinder und Nachlass. Ich habe einmal Wagner und einmal Tschaikowski zitiert, weil wenn man es selber einspielt und die Menschen lange genug tot sind, ist es unkritisch, solange ich nicht dabei Noten vom Schott-Verlag verwende oder sowas. Dann geht das. Aber du hast gerade gesagt, du kannst eigentlich nicht komponieren, aber das stimmt schon nicht, ne? Also das ist doch schon. Ich bin musikalisch im weiteren Sinne, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich an den Tisch setze mit einem Notenblatt und mir denke, oh, jetzt müsste ich aber in die Moll-Parallel-Subdominante gehen für den Effekt. Aber ich glaube, irgendwo mein Hirn und meine Finger machen das dann an den richtigen Stellen schon. Aus dem Bauch heraus. Man kann es auch anders sagen, es gibt Musiker, die behaupten, dass sie Musiker sind und weniger können. Ja. Das ist richtig. Das Dunning-Kruger-Effekt, ich bin definitiv in der Badewannenkurve da, wo ich weiß, dass es besser ginge. Das heißt nicht, dass ich es nicht kann, aber ich weiß, dass es besser ginge. So, Jan Dalf hat uns geschrieben, 1937 gestorben. Wer jetzt? Joseph Maurice Ravel. Das Ravel. Heißt, schon seit 15 Jahren darf man den Bolero singen. Ravel. Taubtum. Oh, ihr habt das nichts gehört, ne? Ist klar. Naja. Also seitdem das ja mal bei einer Liebesszene verwendet wurde, kriegt man ja diese Assoziation sowieso nicht mehr aus dem Kopf.
Also ich muss immer schmunzeln, wenn ich das irgendwo in so einem festlichen Rahmen aufgeführt sehe, dann, naja, macht mein Gehirn immer seltsame Dinge. Oh, also ich habe da, ich weiß gar nicht, ich weiß wirklich nicht, auf welche spielst du auf einen Film an? Oder? Ich weiß gar nicht genau, wie und wo das gewesen ist, aber da wurde halt eine Liebesszene mit untermalt, also bis zum Höhepunkt. Ne? Das ist ja, das baut sich ja auch so langsam auf und dann gibt es halt dieses Fulminante und das entspricht halt. Weil ich habe von der Berliner Filmkunsthochschule einen, ich sag mal, der ist doppelt bis dreifach so dick wie ich, ein Regisseur, der zu diesem Bolero nackt mit einer Feder tanzt und der Schnitt ist so, dass diese Feder ständig hochgeblasen wird. Das assoziiere ich mit dem Bolero. Das ist ja noch viel schlimmer. Ja, genau. Falls ich ihn finde, verlinke ich ihn. Ich hab auch eine Bolero-Geschichte. Oh ja, lass hören. Und zwar, also wir haben früher ein tolles Konzept gehabt, den Alle gegen alle Slam, der war toll. Auf jeden Fall hat da beim allerersten Mal ein Tuba-Spieler, der Tuba-Spieler des Hessischen Staatsorchesters hat da gewonnen. Und der hat den Bolero auf der Tuba gespielt, weil er dann erzählt hat, der Bolero wurde geschrieben für alle Instrumente eines Orchesters bis auf die Tuba. Die darf nicht spielen. Und deswegen hat er auch ein YouTube-Video aufgenommen, wo er auf der Tuba den Bolero spielt. Boah, das ist ja Hochleistungssport. Schön. Ja, ich suche das Video mal raus. Der ist ganz toll. Auch ein Zwilling. Genau, Grüße gehen Wahrscheinlich raus. Wahrscheinlich hatte Ravel einfach ein Problem mit einem Tuba-Spieler. Ja, mit einem Tuba-Spieler gestritten und deswegen durfte der nicht mitmachen. Wenn ich seinen Namen bei der Suchmaschine eingebe, dann wird mir auch direkt die Tuba mit angedingenst. Moment, und jetzt der Bolero natürlich. Also genau, das wollte ich dann erzählen. Das davor, zu Discord und US-Dienst, also US-Dienst und Zentralinfra stimmt, zu Amazon habe ich gerade spontan nichts gefunden und auch meine Notiz dazu gerade nicht. Aber als US-Dienstleister oder als US-Dienst fallen sie halt trotzdem unter Cloud Act und geben entsprechend die Daten halt an Behörden weiter. Genau. Gehört Discord nicht zu Twitch? Und Twitch gehört zu Amazon, dachte ich. So, ich dachte, dass die Kette so wäre. Twitch gehört zu Amazon, das ist richtig. Genau, und ich meine, dass Discord auch zu Twitch gehört. Follow the money. Ich glaube, es kann nur primär mit Twitch, Steam, Spotify und so weiter verlinkt werden, aber es gehört nicht direkt dazu, wenn ich es gerade richtig sehe. Ich bin da, also das ist aber auch so ein Bereich, da habe ich seltenst mit zu tun. Also wenn da jemand noch bessere Infos hat, bitte gerne. Ja, sehr gut. Wenn ich was falsch sage, am besten gleich korrigieren. Genau. Ja, das ist doch so ein Ding. Ich kann doch nicht dabei sein und hinterher glaubt mir dann keiner, dass ich geschwiegen habe. Ja, eben. Also vollkommen richtig, ja. Ja, also dann ist ja Discord vielleicht auch nur böse, weil es ein IT-Drittland ist. Vielleicht habe ich ja Glück. Tja. More or less, ja genau. Aber es heißt ja nicht, dass man nicht da auch nachziehen könnte. Absolut, ja, natürlich. Kommen wir wieder zu erfreulicheren Themen, würde ich sagen. Du hattest es vorhin schon kurz erwähnt, Johannes, das Podstock. Da würde ich gerne noch so ein bisschen hin abbiegen, weil ich in dieser Woche, oder war das letzte Woche? Ich glaube in dieser Woche, habe ich Sebastian gehört im Podcast und das war nicht der Sendegarten. Das hat mich sehr gefreut, ihn da zu hören. Und da hat er uns erzählt, dass Podstock stattfindet unter gewissen Auflagen mit Corona und so weiter. Das war eine schöne Runde, die ihr da gebaut habt. Magst du das mal kurz ein bisschen anteasern, Sebastian? Ja, du meinst natürlich die Folge, die am Sonntag um 8.14 Uhr online gegangen ist. Das weiß ich deswegen so genau, weil ich heute nochmal nachgucken wollte, da mir jemand geschrieben hatte, wann das Ticket bestellt wurde. Und tatsächlich hat es jemand geschafft, innerhalb von 60 Sekunden das erste Ticket zu klicken. Ich war auch ein bisschen überrascht.
Nachdem die Episode raus war. Ja, die Tickets sind online und wir werden vor Ort das Podstock dieses Jahr in der Kulturherberge durchführen. Das Orga-Team war auch schon in Teilen ungefähr 14 Tagen dort. Und ja, das war wunderschön. Das ist auch so mein Blütenschatz, wenn ich den schon mal vorwegnehmen kann. Weil meine das auch. Sehr schön. Ja, weil es sich einfach wieder so angefühlt hat, wie als wenn man nie weg war, hatte ich, glaube ich, zu Martin gleich heute Abend schon mal gesagt. Und ja, das ist es einfach, ne? Es haben sich Teile verändert, aber im Großen und Ganzen ist vieles gleich geblieben. Und nach ja 3 Jahren jetzt wieder eine Vor-Ort-Veranstaltung zu planen, ist fühlt sich auch wieder sehr, sehr schön an. Und auch, ich hatte es dann auch zum Orga-Team gesagt, als dann die ersten Bestellungen dann so reinkamen, da ist man gleich wieder in diesem Modus automatisch drin mit dem ganzen Organisieren und der ganzen Vorfreude, die da so zusammenfällt. Die Details sind in der Podcast-Episode, glaube ich, am besten zusammengefasst. Wir haben noch ein paar Corona-Regeln, an die wir uns alle so ein bisschen halten wollen, damit wir ein sicheres Event für alle veranstalten können. Naja, ein paar. Also der Herr Schasen hat das kommentiert mit, das ist wahrscheinlich die am sinnvollsten organisierte Veranstaltung in den nächsten Monaten. Das fand ich schon einen ziemlichen Ritterschlag, oder? Ja, und ich finde, ich liebe sie. Es ist total großartig, ja. Ja, genau, also ja, es sind halt, denke ich, sinnvolle Maßnahmen und bisher gab es auch nur positives Feedback. Das freut mich natürlich auch, weil man denkt sich ja auch immer so, wenn man so Regeln aufstellt, ob die dann auch ankommen und ob die dann auch mitgemacht werden. Aber bisher ist es so, es gab ein paar Fehler. Ich mache das immer ganz, was heißt Fehler, so ein paar, wie es halt bei Regeln immer gibt, irgendwas vergisst man immer an Ausnahmen und da gab es gerade bei Kindern so ein paar Probleme, weil die ja erst ab Dezember richtig offiziell geimpft werden können. Da habe ich schon mal so ein paar Änderungen mit aufgenommen, dass wir da nicht ganz so streng sind, wenn es darum geht, wenn die schon mal zum Beispiel genesen waren und dann eine Impfung, da müssen dann irgendwie auch 3 Monate Abstand zwischen der ersten und zweiten Impfung sein und das wird dann rechnerisch nicht mehr ganz so gut klappen bis zum Podstock. Und ja, dann habe ich auch nochmal den Schnelltest ergänzt, den wir benutzen werden, um da auch transparent zu sein. Wir hoffen mal, dass der eine ganz gute Sensitivität hat mit 90% über alle möglichen Erkennungsbereiche und ja. Also ich habe ziemlich gestaunt, als ich da diese ganzen Feinheiten gelesen habe, wo ich dachte, mein Gott, mit dem ganzen Quark hat er sich wirklich auch nochmal auseinandersetzen müssen. Ich weiß, dass ich das vor einem Jahr, habe ich diese ganzen Regeln auch akribisch gelesen und verfolgt. Aber mit der Zeit, muss ich sagen, interessiert es mich eigentlich immer weniger. Ab und zu quäkt meine Corona-Warn-App auf und sagt, hier sind neue Regeln. Und dann sage ich, ist mir gerade auch egal, also ob ich mich jetzt in der Familie mit 10 oder 5 treffen dürfte, ist egal, ich treffe mich eh mit niemandem, von daher ist mir das dann auch wurscht. Ne? Also, aber du hast das dann tatsächlich alles offenbar nachvollzogen, was da steht. Ja, das war so auch Orga-Team-Leistung, das haben wir vor Ort schon mal so grob runtergeschrieben, dann habe ich mir mal einen Morgen Zeit genommen, das nochmal so in Rohform runterzuschreiben und dann nochmal alle drüber lesen zu lassen. Und das ist ja dann auch schon eine Teamleistung. Es ist jetzt nicht nur meine Leistung da, die da geflossen ist. Aber wirklich großes Chapeau dafür. Ich habe während der Pandemie versucht, ein Chorkonzert mitzuorganisieren im Vorstand und mich durch sämtliche NRW-Corona-Regeln gefräst und was der Veranstaltungsort und was das Orchester noch mitbringt und was wäre noch hier an dem und jenem und da ein Pooltest und dort irgendwas und im Endeffekt liest man sich durch und meint, ja, ich habe alle Regeln gelesen, sie sind aber leider im Endeffekt trotzdem nutzlos und die hier lesen sich vernünftig, verstehbar und vor allem auch sinnvoll. Ja, genau, weil das auch, also wir gehen zum Beispiel jetzt auch nicht aus, dass wir jetzt im Sommer noch irgendwelche gesetzlichen Auflagen haben. Sollten wir die kriegen, haben wir die aber wahrscheinlich eh übererfüllt. Insofern gibt es nicht diesen Stress so, oh mein Gott, jetzt müssen wir noch Tests besorgen oder sowas, sondern sind da eigentlich, glaube ich, auch was das angeht, organisatorisch auf einer sicheren Seite.
Genau, und ja, wir hoffen einfach, dass die Infektionszahlen auch niedrig bleiben oder werden bis dahin und es da jetzt nicht zu einer weiteren Welle oder so kommt in einer neuen Variante. Das würde natürlich nochmal das Spiel verändern vielleicht, aber das müssten wir dann entscheiden. Aktuell gehen wir aber erstmal positiv rein und denken, dass wir mit den Regeln ein sicheres Event für alle erstmal organisieren können. Aber es ist schwer zu kalkulieren finanziell im Moment. Ne? Ich meine, wenn man Öl und Mehl und Butter jetzt in Gold aufwiegen muss, wird die Sache ja nicht einfacher, kann ich mir vorstellen. Richtig, also klar, es sind alle Kosten sind gestiegen. Also als erstes habe ich das tatsächlich beim Transporter gemerkt. Der hat vor 2019 noch die Hälfte gekostet für den Mietzeitraum. Ihr habt es verdoppelt, im Ernst? Ja, jetzt bin ich. Das hat ja der Jörn auch schon erwähnt und ich konnte es gar nicht glauben. Also einfach mal das Doppelte aufrufen. Halleluja. Ja, ich bin vierstellig dieses Jahr mit dem Transporter-Miete. Das ist schon heftig. Und es ist sogar noch ein Tag weniger Mietzeitdauer tatsächlich, weil wir ja letztes Mal das Pfingstwochenende hatten und den Montag noch mitgenommen hatten. Gibt es da irgendeine nachvollziehbare Begründung? Man, das ist ja also 20% oder so, das kann man ja irgendwie noch verstehen. Aber eine hundertprozentige Erhöhung, das ist doch Willkür, oder? Kapitalismus ist die Begründung. Kapitalismus. Ja, das ist ein anderes Wort dafür. Okay. Ja, und natürlich sind auch andere Sachen gestiegen. Das sind auch die Ticketpreise etwas angehoben worden von mir. Und viele haben auch schon jetzt so ein bisschen übergebucht, was den Preis angeht und da auch ein bisschen Supportbeitrag geleistet. Wir sind jetzt, also von den 120 verfügbaren Tickets sind jetzt 60 Tickets geklickt. Das fühlt sich eigentlich schon mal ganz gut an, dafür, dass es erst Sonntag geöffnet hat. Und ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir so die, dass wir Richtung dreistellig vielleicht kommen werden, dann wieder, wie jedes Jahr. Gut, es gibt eine neue Bühne, cool. Das heißt, die schönen Bühnenelemente, die du alle gekauft hast, die brauchst du gar nicht mehr. Doch, wir werden noch ein bisschen anrampen müssen, zumindestens, damit es ein bisschen angenehmer ist. Das ist so ein Kiesweg, der da an die neue Bühne heranführt. Das kann man ein bisschen angenehmer gestalten und dann ist noch ein bisschen offen, wie wir das vorfinden werden, ob der neue barrierefreie Eingang dann auch schon zur Verfügung stehen wird. Gegebenenfalls ist es dann einfacher, nochmal das gleiche Konstrukt wie sonst aufzubauen, sprich so eine kleine Rampe wieder vor der Treppe oder halt entsprechend dann vielleicht diesen neuen Eingang auch mit zu nutzen, weil der hat halt den Vorteil, dass man nur durch eine Tür muss und nicht durch diese Doppeltür-Geschichte zum Innenraum. Okay. Und kommt man dann von der anderen, also von der Wiese, also von rechts sozusagen? Man von genau, dem da wo, ah. Genau, also ja, man geht wo quasi. Der Hang hoch der, ist, sonst genau. Wird es ja nicht gehen. Genau. Die andere Seite der Innenbühne quasi, also man, genau, man sonst kam man ja so genau gegenüber. Und ein Loch gemacht in die Wand. Mhm. Ja, das sind auch so die zwei Neuerungen. Dann gibt es noch neue Duschen unten im Keller. Das ist schon ganz ordentlich. Die haben halt von den Corona-Maßnahmen so ein bisschen, also vielmehr von den Corona-Förderungen für Kulturförderungen profitiert und konnten da einiges dann erneuern. Insofern hat das auch was Gutes gehabt. Genau, es Schön. Gibt auch in der Kulturherberge, ich glaube, ich habe 4 oder 5 Luftreiniger gezählt. Also die haben schon auch aufgefahren da, so Corona-technisch. Cool. Mhm. Ja, genau, was gibt's noch? Achso, ja, genau. Wer mit dem Transporter oder irgendwie Camping möchte mit Wohnwagen, die Kategorie ist aktuell schon ausgebucht. Ich habe es schon auf der Seite verlinkt, da am besten eine Mail an uns schreiben, damit wir gegebenenfalls da nochmal gucken können, ob was frei ist. Wenn ihr nicht sehr viele Anforderungen habt, können wir euch sicherlich ein bisschen flexibel platzieren, aber das müssen wir dann so im Einzelfall immer mal ein bisschen gucken und wie gesagt, dann einfach am besten eine E-Mail schreiben, dann klären wir das mal kurz, ob das noch möglich ist. Ja, genau.
Ja, mehr fällt mir jetzt erstmal nicht ein. Wie gesagt, die anderen Details kann man ganz gut in der Folge nachhören. Tja, wenn ihr jetzt keine... Ich freue mich schon total drauf, dass es endlich stattfinden kann. Schön. Und ja. Ja, euer Podcast war ja sehr flüssig auch. Also das war ja, ich habe auch gedacht, Donnerwetter, das geht ja, der Ball geht ja von einem zum anderen. Das war ja wie... Das liegt am Schnitt. Ach, okay. Ich habe schon innerlich den Hut gezogen und dachte, wow, das ist aber sehr gut choreografiert. Aha, da war die Schere hinterher dran. Okay. Nein, macht ja nichts. Macht ja nichts. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, dann kommen wir doch jetzt auf alle Fälle. Ich freue mich auch total drauf. Ne? Du also kommst auch. Das, ja. Ich habe mein Ticket schon, schön. Ich habe auch überbucht und ich habe mich sogar für Donnerstag schon, also Helfer-Ticket, mal gucken, ob ich eine Fahrtmöglichkeit finde oder ob ich mir, ob ich da noch eine andere Alternative suchen muss. Aber so ist aktuell der Plan. Ja. Aber da gibt es auch schon das 9-Euro-Ticket, ne? Ist das nicht in den drei Monaten, Juni, Juli, August? Das gibt es da schon, deswegen müsste man Inga ja für 9 auch, Euro bis da hinkommen können eigentlich. Genau, also wir, Inga und ich, buchen uns ein Ticket bis nach Göttingen, weil ab Göttingen, also wir sind vorher noch in Frankfurt einen Tag und fahren dann nur bis nach Göttingen, weil ab Göttingen kann man im Regionalexpress dann eh und wir haben beide ein Monatsticket und dann sparen wir uns ein bisschen Geld. Ah, genau. Okay. Aber ja, könnte ja, ich nicht sogar durch, ist das nicht sogar deutschlandweit, das 9-Euro-Ticket? Ja. Ja, eben, das genau. Das heißt, ich könnte sogar von Köln dorthin für 9 Euro. Ja, du könntest von Köln dorthin für 9 Euro mit dem Regionalexpress halt, ne, so. Dann. Ja, diese Mobilzüge, also hier ICE, glaube ich, ist ausgenommen, ICE aber regional. ICE, genau. Ja, die beiden sind raus, aber alles. Das fühlt so sich an wie Interrail. Da kannst du denken, das ist jetzt. Ja. Boah, das wird doch alles überbucht sein, oder? Ah, das ich ist bin alles sehr die gespannt. Gefahr besteht. Ich habe auch schon überlegt, ob ich es mal ausprobiere, aber dann habe ich gedacht, boah, dann bist du wie so eine Ölsardine mit deiner Maske und dann, boah, ich weiß nicht. Ich habe heute noch mit einer Kollegin, oder was gestern, überlegt, ob man einfach aus Solidarität sich halt für dann 27 Euro so dieses Ticket kauft, um einfach ein Signal zu setzen. Ja, das würde mich interessieren. Aber ob ich es dann tatsächlich mache, jetzt auch unter Corona-Bedingungen, weiß ich noch ehrlich gesagt nicht. Aber ich finde es einfach schön für die Idee. Das Schlimme ist, dass ich ja pendel und dadurch jetzt die Züge wahrscheinlich ewig voll sind immer, weil alle nach Frankfurt und zurückfahren wollen. Und ich freue mich natürlich, weil ich einfach jeden Monat jetzt 150 Euro sparen werde, über 150 Euro, dann drei Monate lang. Das ist gut. Also ich kriege das zurückerstattet tatsächlich, das freut mich so ein bisschen. Für die Verkehrsunternehmen ist das ja eine fürchterliche Rechnungslegung. Also das ist ein irrsinniger Deswegen Aufwand. Deswegen hat das so auch so lange gedauert. Deswegen ist das Automaten ja jetzt erst umprogrammieren und so. Also ob das alles so sinnvoll ist für drei Monate, aber egal. Nee, das wird ja draufgelegt. Das ist ja tatsächlich so, dass es mehr kostet, als dass es nutzt. Das haben sie ja irgendwie schon. Okay. Ich glaube, die wollen das ausprobieren. Das ist doch super. Ja, genau. 0 Euro wäre billiger gewesen. Also nicht nur für den, Euro, der das Ticket kauft. 0 Euro wäre billiger gewesen. Ja. Das, Oh, hier kriegst du schon eine Fahrplanauskunft, Johannes. Die Fahrt würde knapp 5 Stunden dauern mit 3 Umsteigen. Dreimal umsteigen. Dankeschön. Das ist wirklich wie Interrail. Also so. Das ist so eine normale Fahrzeit, wenn ich irgendwie, aber fünf nur Regionalexpress ist anders als 5 Stunden nach München oder Berlin mit dem ICE aus Köln. Ich bin mal von Wiesbaden nach Hannover gefahren, 8 Stunden nur mit Regional und so, das war furchtbar. Es war wirklich schrecklich, aber Wochenendticket damals. Wenn du ganz viel innere Ruhe hast, ist das ganz schön. Ja, ja. Genau, es waren dann irgendwie noch mit wildfremden Leuten ein Ticket geteilt und so. Also es war schon, aber es war... Dafür wurden neues Kanzlerin-Kopfhörer erfunden. Ich glaube, ist von Bahnpendlern. Die gab's damals noch nicht. Das ist eine so der besten Erfindungen ever. Gegen Arschlochkollegen genauso wie für öffentliche Verkehrsmittel und Bahnfahrten oder so. Die Typen, die in einem Ruheabteil immer noch laut telefonieren müssen und keine Ahnung, was da für Firmenzeugs
ausplaudern. Also da müsste man eigentlich auch nur mitschreiben. Das ist großartig, ja. Aber ich habe schon festgestellt, in Besprechungen sollte man nicht die großen Kopfhörer mitnehmen. Du meinst, es kommt vielleicht nicht so gut an, weil sie denken, man hört nebenbei Musik oder so? Ja, ja, genau. Also in so Großbesprechungen nicht geeignet. Vor allem vor Ort, ja? Vor Ort, ja, ja, klar. Ja. Vor Ort. Vor allem, wenn du mitsingst. Aha. Oh, schön. Gut, dann lass uns doch die letzten Minuten bis 10 Uhr mal gucken, ob wir ein paar Blütenschätze zusammen gefegt bekommen. Zwei habe ich gerade schon wahrgenommen, nämlich das Postdoc von Sebastian und von Vera. Ich weiß nicht, ob unsere Gäste das Prinzip kennen. Also wir nennen uns immer gerne so Fundstücke aus dem Podcast-Bereich. Nicht unbedingt, können auch andere Dinge sein, die uns irgendwie in den letzten zwei Wochen, hätte ich bald gesagt, im letzten Monat, muss ich ja jetzt sagen, so irgendwie aufgefallen sind, die uns irgendwie zum Lächeln gebracht haben oder so, wo man dann sagt, ach, das darauf würde ich gerne die Umwelt drauf aufmerksam machen, weil es schön ist. Habt ihr spontan irgendwas? Ich frage mal den Stefan, der hat so lange nichts gesagt. Ja, da fällt mir eigentlich nur ein Blütenschatz ein. Ich fand es ganz toll, dass wir eine Erwähnung bekommen haben von Esel und Teddy, dem Podcast, dem wir ja auch so ein bisschen verbunden sind. Ich dachte, du sagst verfeindet, sorry. Manchmal ja auch so ein bisschen verfeindet. Aber das hat mich doch so ein bisschen glücklich gemacht mit unserem Projekt, wo wir ja eigentlich das wirklich, wir sagen mal, wir machen das für uns und sind dann doch immer froh, Feedback zu kriegen. Und ja, das war so mein kleines Highlight. Also eine Erwähnung, so. Genau. Martin, hast du auch was? Ich befinde mich sozusagen Zwang, ne? Also wenn du sagst, nee, weiß ich gerade nicht, ist okay. Ich befinde mich in meinem Blütenschatz als jemand, der sozusagen das Äquivalent zu den selbstgebauten Lego-Blumen, die hier stehen. Ich höre ja nur Lano Inc., ich muss es ehrlich zugeben. Und aber zu heute recht. Bin ich zum ersten Mal Gast in einem anderen Podcast. Also das ist mein Blütenschatz. Das Ohoho, was ich rausgewagt aus der Bubble. Ja. Aha. Und? Ja, war gut. Gut gegangen? Ja. Gut. Da ist ja kein Schaden entstanden. Das ist gut. Das ist wichtig. Ja, schön. Guck mal, der Sendegarten ist ein Blütenschatz. Oder der Ausflug in den Sendegarten ist ein Blütenschatz. Ist doch schön. Sehr schön. Ich frage mal weiter. Claudia, hast du einen Blütenschatz? Schwierig. Also ich höre momentan primär tatsächlich eher so Nachrichtendinge und so ein paar Wissenssachen. Und Rabe und Kampf sind wir jetzt fast wieder auf Stand. Also da hat man es durchgewinnt. Haben wir letztes Mal drüber gesprochen, glaube ich, ne? Genau. Der kam irgendwie auf, ja. Und also auch nach wie vor sehr, sehr großartig. Ansonsten bin ich eher gerade noch auf der Suche nach meinem Blütenschatz. Und zwar gab es im März eine Folge vom SWR2-Wissen-Podcast Frauen und Finanzen, warum eigenes Geld so wichtig ist. Und das hat mich dazu bewogen, dass ich jetzt dann nach vielen Jahren das Thema selber mal wieder angegangen bin. Somit, ich kümmere mich mal um meine Rentenlücke und den ganzen Krempel und lese mich so durch Frauenfinanzblogs und zwar auch ganz absichtlich, weil einfach der Ton da so unglaublich auf Augenhöhe ist. Wenn ich irgend so ein Typ im billigen Polyesteranzug mit Schlips irgendwie versuchen will zu erzählen, was für ein geiler Macker er nicht ist und mir das nächste Finanzprodukt verkaufen will, sondern wo es halt wirklich ja eigentlich Kommunikation auf Augenhöhe gibt. Und da höre ich mich jetzt auch gerade so durch verschiedene Podcast-Formate durch, immer halt so nach spezifischen Themen eben. Und da suche ich noch nach einem. Also es gibt ein paar, aber irgendwas haben sie alle. Und ja, vielleicht kann ich da nächstes Mal dann berichten, dass ich einen richtig coolen Podcast auch in dem Bereich gefunden habe. Ich nehme auch noch Empfehlungen an. Miss Moneypenny und Co. kenne ich jetzt schon. Genau, aber
gibt sicher noch ein paar ganz coole Sachen da draußen. Genau. Aber jetzt muss ich mal ganz ketzerisch fragen, gibt es denn nicht auch Frauen in billigen Polyesterkleidern, die vielleicht Unsinn erzählen? Ist das an das Geschlecht gebunden? Bestimmt, aber das ist tatsächlich, habe ich jetzt auf der Frauenseite, also Frauensternchen, aber ich habe tatsächlich bisher wirklich rein weibliche Menschen gefunden, die drüber gesprochen haben, natürlich, und auch rein männliche, aber so Inter oder Ähnliches ist mir bis jetzt noch nicht über den Weg gelaufen. Bis jetzt, ja. Ich habe da tatsächlich eher das Gefühl, dass die einen, also das Gegenüber, dann auch ernst nehmen. Mhm. Im Gegensatz zu Männern, die tendenziell dazu neigen, sehr von oben sich herab ernst zu nehmen. Ja. sehr halt zu mansplainen so, und um mir zu sagen, so, was ich nicht alles bräuchte. So, nee, das ist. Habe ich jetzt auch schon selber rausgefunden. Ich möchte eigentlich ganz gerne konkret was dazu wissen, weißt du, so. Genau. Wie gesagt, ich bin da noch so mitten bei, aber ja. Aber wenn ich da was ergänzen darf, ich glaube, Männer glauben, also viele, die Finanzprodukte eben anbieten, kommen mehr so aus diesem Coaching-Bereich. Und das ist halt nie auf Augenhöhe, sondern das ist so, da muss man eben auch präsentieren, hey, ich habe hier das große Wissen, ich habe hier mein Buch geschrieben im Sinne von, ich coach dich, ich nehme dich da an die Hand. Und ich glaube, das ist halt einfach ein großes Problem. Das ist halt mehr Marketing als ernsthafte Beratung, sehr häufig. Es gibt durchaus wahrscheinlich den einen oder anderen. Ja. Ja. Wahrscheinlich. Also ne, es gibt ja auch hier Stiftung Warentest, das ist ja auch nicht, soweit ich gerade auswendig weiß, nicht von einer Frau geschrieben, und das ist ja auch sehr umgänglich. Ne? Also jetzt nicht so von diesem, und das braucht er und das braucht er und das braucht er, sondern halt wirklich Information, Hintergrundwissen, und das sind die Optionen und die Möglichkeit geben, halt eine freie Entscheidung zu treffen dabei. Ja. Genau, ohne das Marketing-Blabla nehmen. Ne? Das ist halt, genau. Ja. Was du bei Stiftung Warentest ja jetzt nicht so unbedingt nötig haben, genau. Genau, oder Verbraucherzentrale hat, glaube ich, auch sowas, ne? Das geht in dieselbe Richtung, glaube ich. Ja, gibt's denn den Mainstream-Tipp? Also ich meine, wenn du dein Geld auf die Sparkasse legst, wie früher, dann musst du ja neuerdings Geld mitbringen, damit die dir das da verwahren. was soll ich mir jetzt, weiß nicht, Aktien. Also dies ist keine Finanzberatung. Kaufen, ja, genau. Nee, Aktien würde ich sowieso nicht kaufen. Nein, mich irgendwo, oder weiß nicht, kleine Goldbarren unter das Kopfkissen legen oder so. Nee, also tatsächlich ist halt so ein klassischer, also klassisch, das gibt es jetzt so seit 10 Jahren oder so, ne? Aber hier so ETF-Sparplan ist so das Äquivalent zu einem guten alten Sparbuch von damals. Kannst du das, die Abkürzung aufklären? Was heißt das, ETF? Exchange Traded Funds. Und das sind quasi Indexfonds, das heißt Fonds sind eine Zusammenstellung von möglichst breit gestreuten Einzelaktien zum Aber Beispiel. Aber doch Aktien, ja, okay. Mhm. Aber naja, es gibt die halt auch in Staatsanleihen, und es gibt sie auch in Unternehmensanleihen, gibt es auch jeweils ETFs von, und davon. So, und jetzt muss ich gucken, dass ich es ordentlich erklärt kriege, weil so gut kenne ich mich damit noch nicht aus. Ja, wir können es auch lassen. Vielleicht also, beim nächsten Mal dann, dass ich es mir ordentlich erkläre. Aber grundsätzlich geht es darum, dass die halt nicht, also dadurch, dass die sehr, sehr breit gestreut sind, wenn es in der einen Branche halt hochgeht und in der anderen runter, dann hast du halt da den Ausgleich drin, weil es einfach über 1000 zum Beispiel in dem ganz klassischen MSCI World Fund drin sind. Ja, also da hast du dann halt, oder ETF drin sind, und da sind dann über 1000 einzelne Aktien in dem Fall drin, und es können wahrscheinlich nicht alle zeitgleich komplett runterrauschen. So, und dann hast du dadurch halt eine Diversifizierung drin, und das ist, wird gesagt, dass das relativ sicher sei. So.
In irgendeinem Podcast vor gar nicht so langer Zeit, da war auch jemand, der kannte sich mit sowas ziemlich gut aus. Ich weiß aber nicht mehr, welcher Podcast das war. Mein Gefühl, der Holgi und so, der erzählt da ja auch immer mal drüber. Rechtsbelehrung meine ich, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Dann waren die das? Ich gucke gerade mal. Die Sache ist nämlich eben bei diesem Index, also dass die sich halt immer an dem Index orientieren und nicht eben an einzelnen Wirtschaftszweigen und so. Ja. Also Index sowas wie DAX, Stocks, Dow Jones und so weiter. Und da gibt es halt auch Weltindizes, wo dann halt ganz viele eben abgedeckt sind und eben nicht nur beim DAX wie die 30 größten Unternehmen in Deutschland oder sowas. Und deswegen halt immer einen Index nehmen, der möglichst breit streut und möglichst global agiert. Und da gibt es dann halt auch so nachhaltige und so weiter. Da bin ich jetzt gerade dabei, mich da reinzufuchsen. Ja. Auch hier gibt es auch der etwas andere Podcast über Geld und finanzielle Bildung. Wahrscheinlich gibt es da jede Menge Zeug hier. Da muss ich ganz kurz eine Geschichte zu erzählen. Oh ja. Ich habe und dieses Jahr wahrscheinlich wieder das sogenannte Meet and Play auf der Spielwarenmesse in Essen gemacht. Das heißt, wo sich Medienschaffende, auch YouTuber, Podcaster etc. eben treffen können, auch austauschen können auf dieser Messe. Und da sollte sich jeder Brettspiel-Podcast sollte halt so ein Claim dazu schreiben, also so eine kleine Kurzbeschreibung. Und unter jedem zweiten Brettspiel-Podcast stand drunter der etwas andere Brettspiel-Podcast. Und dann dachte ich mir, ja, genau. So sieht es aus. Ja, wie hebt ihr euch ab von der Masse, indem wir dran schreiben, wir sind etwas anders. Ja, schön. Ja. Aber falls ich gerade auch was auch ein bisschen. Brian. Genau. Aber falls ich gerade was unscharf formuliert habe und sich ja jemand besser mit auskennt, bitte auch gerne verbessern. Ne? Also das, ich hege da keinen Allgemeinheitsanspruch drauf. Nö, das ist ja immer, wie du es machst. Es ist ja nicht, wie man es macht, sondern wie du es machst. Es ist nur eine Beschreibung deines Weges. Es ist keine Empfehlung eines idealen Weges. Das hat irgendwie so ein YouTuber mal letztens gesagt, das fand ich total schön. Dem hat er irgendwas geschweißt. Und wer weiß genau, das ist jetzt nicht so, wie man das in der Schweißer Fachschule lernt. Das ist eben so, wie er es macht. Das ist keine Empfehlung. Ihr guckt einfach zu, wie ich es mache, aber ich empfehle euch, geht auf die Schweißer Fachschule. So, das fand ich irgendwie gut. Also dann ist man frei. Von dem Zwang, jetzt irgendwie was Perfektes abliefern zu müssen oder eine Rechtsberatung oder eine Finanzberatung und sich auch noch davon abgrenzen zu müssen, sondern einfach zu sagen, oh, das ist mein Weg, von dem erzähle ich euch auch gerne, aber das ist keine Empfehlung, das ist einfach nur eine Beschreibung. So mache ich das immer, wenn wir neue KollegInnen kriegen und ich einarbeite, also so, ne? Dann sage ich auch immer, ich zeige dir jetzt, wie ich das mache. Guck dir bitte an, wie andere das machen und dann finde deinen eigenen Weg. So, das sage ich jedes Mal, weil es gibt dieses, wir machen das hier so und so, das finde ich, genau, dass halt jeder Mensch das so macht, wie es für die Person am besten ist. Ja. Und was auch ganz cool ist, wenn Menschen in die Lage versetzt werden, eine entsprechende informierte Entscheidung zu treffen. Aufgrund, dass sie mehrere Sachen halt gesehen haben. Das ist immer ganz cool. Ja, und ich sage wirklich auch jedes Mal, ich mache das so, find du bitte deinen Weg. So, wenn du jetzt merkst, das macht dir Rückenschmerzen oder so, dann mach es halt nicht. Genau. Ja. Ja. Und bei den Finanzberatern. Waren wir bei Blüten schätzen. Ja, aber bei den Finanzberatern, die mir mit Werbe irgendwie den besten und so werden sie in 10 Tagen stinkreich Empfehlung geben, da frage ich mich immer, warum machst du denn dann YouTube? Oder so. Ja. Warum bist du dann nicht einfach schon stinkreich? Dann musst du dich doch nicht dahinstellen, wie so ein Marktschreier. Also dann richte dich doch nach deinen eigenen Regeln. Das wird doch viel einfacher. Aber das, naja. Ja, aber 20 Euro oder 200 Euro eben zu überweisen, um die Tipps von ihm zu bekommen, machen ihn ja auch stinkreich. Ne? Weiß eigentlich. Dazu gab es ja auch eine Der will doch nur spielen Folge, ja, wie man reich wird. Ach, mit Paul. Guck mal. Ja, also gucken, Claudia. Mit Prostitution war das, glaube ich. Okay, nein, Claudia, nein. Nein, nein.
das dann vielleicht eher nicht so. Nee, aber das vielleicht abschließend dazu vielleicht gerade, also was ich total krass fand, es ist jetzt wirklich so ungefähr seit einem Monat, dass ich mich da reinfuchse und auf jeder, wirklich jeder einzelnen von diesen Frauenfinanzseiten oder auch in jedem Buch, was ich dazu irgendwie in den Fingern hatte oder Blog oder was auch immer, steht überall, eine Frau braucht ein eigenes Konto. Und das steht da wahrscheinlich aus Gründen. Mhm. Was ich schon total krass fand, so mit, okay, es scheint nicht normal zu sein, dass man als Kind irgendwie von den Eltern ein Konto kriegt und dann, ne, da irgendwie auch so eine Karte und damit umgehen lernen muss. Nein. nee, offenbar nicht. also tatsächlich offenbar nicht. Und das nächste war dann halt auch wirklich überall gefunden, Frauen, wenn deren PartnerInnen versterben, dass sie halt ganz häufig nicht wissen, überhaupt, wo das Geld ist oder wie der Name der Bank überhaupt ist, weil sie sich nie drum gekümmert haben, wo ich mir auch dachte, so alter Schwede. Und das dritte war jetzt, da hat mir dann ich habe mir dann halt für einen bestimmten Zweck mir so einen Honorarberater für eine Stunde gemietet, in Anführungsstrichen. Nein, also ich habe den da halt für eine Stunde bezahlt. Dafür, dass der mit mir da halt ins mal Hotel? Verträge durchgeht. Nein, online. Also wir haben uns tatsächlich online unterhalten und es ging halt um konkrete Verträge, wo ich dann halt, also ich mag Wörter gerne, ich arbeite gerne mit Wörtern, aber Vertragsverklausulierungen, da brauchte ich dann tatsächlich auch mal Unterstützung. Die habe ich mir dann auch geholt. Und der hat dann gesagt, weil ich dann halt bei seinem tollen Simulationstool hinten dann nachgefragt habe, das, was da als Ergebnis rauskommt, ist das denn jetzt auch inflationsbereinigt und nach Steuern? Der meinte, die Frage hat ihm noch niemand gestellt, stattdessen fragen fast alle, was überhaupt dieser Zinseszinseffekt da vorne ist. Und ich so, Alter, ich dachte, ich habe in Mathe nicht aufgepasst. Wow. Also, na, auch wieder Vergleich im Bereich Datenschutz, so da ist echt viel Platz nach oben, was so Awareness und so angeht. So, und jetzt wollte ich aber hier nicht derailen, sorry, also wir waren eigentlich bei Blütenschätzen. Wir lassen uns doch gerne entgleisen, gar keine Frage. Mhm. Also gut, das ist dein Blütenschatz ins B, also das Angebot, genau, was dir so richtig alles aus einer Hand und von einer sympathischen Person möglicherweise weiblichen Geschlechtes erklärt. Genau, gucken wir mal, was ich da bis zum nächsten Mal gefunden haben werde vielleicht. Genau, sehr schön. Jetzt habe ich, glaube ich, den Johannes noch nicht gefragt, ne? Hast du einen? Ja, ursprünglich hatte ich in der letzten Folge es so verstanden, dass die klassischen Abläufe in diesem Podcast hier etwas aufgebrochen werden und wir ja grundsätzlich nicht mehr hier jedes Kapitel aufschlagen, aber dann möchte ich auch meinen Blütenschatz. Als erstes dachte ich, am besten erzähle ich nochmal die Geschichte, wie mein Fahrrad die Woche geklaut wurde oder letzte Woche, aber das kommt ja in Luft nach oben vor, deswegen lasse ich das. Welchen Podcast ich im Moment super finde, sind zwei sogar. Zum einen den mal angenommen Podcast von der ARD, wo die bestimmte Themen pro und contra in einer halben Stunde betrachten und eben dann das Gegenüber abwägen, also und halt Stimmen dazu hören. Zum Beispiel, was passiert, wenn es keine Zoos mehr gibt oder was passiert, wenn gar keine Werbung mehr erlaubt ist und da holen die sich dann eben spezielle Experten oder was ist bei einer Wasserknappheit oder sowas. Oder wenn es keine Beamten mehr gibt und so. Also solche Fragen stellen die sich und beleuchten das eben aus zwei Perspektiven. Und der zweite Podcast, den ich sehr mag, ist WTFM 100,0 von Luxan Wunder, was aus meiner Sicht das modernere Der will doch nur spielen ist. Felix Römer mit. Das der war der erste Poetry Slammer, den ich je auf der Bühne gesehen habe. Ah. Wollte ich nur mal so. Ja, vor ist 20 ja Jahren. Super spannend. Genau, genau, ja. Ja, genau. Ich bin immer noch Fangirl von Felix Römer, weil der auch eine sehr, sehr schöne Stimme hat. So.
So wie Stefan? So wie Stefan, ja. Es muss ich jetzt eifersüchtig werden? Nee, nein, dich höre ich öfter. Okay. Ja, wollte ich ja, sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Gar nicht, ach, das ist doch wunderbar. Grätsch einfach rein. Wir haben doch vor vier Wochen darüber gesprochen, dass ich das gerne so hätte, habe, dass das einfach so passiert. Ja, dann bin ich ansonsten letzte, ne? Kann ich so, nur sagen, doch. Wenn ah, ich bitte. Ja. Da war ja noch was. Da war ja genau. War noch was. Ansonsten kann ich nur sagen, dass es für mich wirklich, wie gesagt, seit 2013 mache ich jetzt Podcast. Das ist, nächstes Jahr habe ich 10-jähriges Podcast-Jubiläum. Ja. Von daher kann ich sagen, dass ich es einfach super toll finde, wie viele Leute ich da auch einfach getroffen und kennengelernt habe, wie viele davon Freunde wurden, dass man eben auch super viele in seinem näheren Umfeld auch irgendwie hat, auch wenn man ein Jahr lang oder zwei Jahre durch eine Pandemie nicht miteinander gesprochen hat. Ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass das Podstock da ziemlich cool wird und ich mich einfach super freue, ganz viele Leute wieder zu treffen. Und ich bin einfach auch super froh, dass eben so Leute wie auch Marcel Stut und Tim und Jan und der andere Jan und Madria, dass die für mich diese Podcasts schneiden oder Leute eben oder für uns diese Podcasts schneiden und sich da dazu gehörig fühlen und dass solche Projekte überhaupt möglich sind, wo ganz viele Leute einfach verrückte Sachen machen. Ja. Und ich bin einfach glücklich. Das muss ich jetzt doch mal sagen. Ich fühle mich angekommen in manchen Punkten, ja. Wusstest du eigentlich, dass du quasi mein Tim Pritloff oder Holgi bist? Weil viele ja sagen, ich habe angefangen, Podcasts zu hören mit Tim Pritloff und ich habe angefangen mit Puerto Partida. Du quasi bist mein Tim Pritloff. Dankeschön. Ja. Ich hoffe, ich bin etwas emotionaler. Ja, sehr schön. Deswegen sagte ich das jetzt. Zum Glück. Dankeschön. Bitte. Oh. Ach, so schöne Worte jetzt. Dann können wir eigentlich aufhören. Ich wollte noch eben sagen, der Daniel, also die Labertasche, der früher den Brombeerfalter gemacht hat. Den Brombeerfalter, das ist ja ein Faltfahrrad in Brombeerfarbe. Und dieses Rad gibt es schon seit Jahren nicht mehr. Das ist ja irgendwann mal gestohlen worden, kaputt gegangen, was weiß ich. Nee, das ist bei Katze, User, also Twitter Katze, bei dem ist das gelandet. Kai Thomas. Hat er das verkauft? Ich dachte, das wäre kaputt gegangen. Oder habe ich das jetzt falsch im Kopf? Geklaut worden? Er hat doch dann irgendwann so ein bei Decathlon so ein Aushilfsbehelfs-Dings gekauft. Weil das Fahrrad so kaputt war und oder? Kai Thomas hat, schreibt Inga. Genau, der hat es dann nämlich repariert, weil der mit Fahrrädern so gut umgehen kann. Okay, dann hat er das jetzt zum Aufpäppeln sozusagen. Okay, also dieses Fahrrad, dieser Brombeerfalter, den gibt es nicht mehr. Und damit und irgendwann gab es den Podcast auch nicht mehr. Aber der Daniel kann trotzdem schön erzählen. Und jetzt hat er anscheinend den Dreh gefunden, in seinen Busfahrer-Arbeitspausen dann doch wieder in ein Mikrofon zu sprechen und nennt das jetzt in Analogie zu dem Gerät, also früher hieß das, was heute Onboard-Unit heißt, hieß ja Fahrtenschreiber und er nennt es jetzt Fahrtensprecher. Das ist so schön, finde ich, von der Idee. Und jetzt gibt es schon wieder zwei Episoden mindestens von ihm und dann erzählt er. Genau, und er hat es nur bei Fit hochgeladen, ohne irgendwem Bescheid zu sagen. Und jetzt wurde es doch entdeckt von uns langsam. Ah, wie cool. Super schön. Er wollte dann nämlich sehen, wie schnell und wie weit sich das verbreitet. Jetzt dann noch mehr. Ich denke. Ja, ich wollte es nämlich auch als Blütenschatz und Setzling, als Hybrid auch nämlich nennen heute noch. Guck, haben wir was Gemeinsames. Ja, so, schön. Genau, weil wenn die Frage gekommen wäre, habt ihr einen Setzling, hätte ich gesagt, beides. Ja.
Der hatte, warte mal, sage ich mal eben für alle, die es jetzt sofort downloaden möchten oder sich da reinfuchsen möchten, irgendwas mit Krümelschublade. Wie war es denn? Krümelschublade.de. Fahrtensprecher.krümelschublade.de. Genau, also die Schublade, also das DE wird sozusagen abgetrennt durch den Punkt. Fahrtensprecher.krümelschublade.de. Naja. Ob man sich mit so einem Namen Freunde macht, weiß ich nicht. Eine Freude macht. Ich hatte das jetzt auch, wenn man so ein altes Lied lange nicht gehört hat, dass man dann so, dass ich so ein Gefühl habe, so von, ach stimmt, das gab es ja auch mal, wie schön. Und das hatte ich jetzt letztens, als ich dann eine Folge gehört habe und zur Arbeit gelaufen bin und dachte, ja, jetzt ist es wie so ein altes Lied wieder hören. Das fand ich auch sehr schön. Endlich wieder die Stimme im Kopf quasi und im Ohr und wie er dann Sachen erzählt. Ja. Mit seiner unnachahmlichen Solo. Also ich mag ihn Solo am Mikrofon wirklich am allerliebsten. Also er ist ja auch sonst mit Käsekeller und was er sonst noch alles macht unterwegs, aber ich mag ihn, wenn er da einfach so alleine in seine Maschine reinredet, mag ich am liebsten hören. Aber Geschmackssache. Gut. Jetzt sind wir dann am Ende, ne? Jo. Haben wir eine Sendung gemacht, die mal keine Struktur hatte? Also zumindest keine Trenner. Also ein bisschen Struktur hatten wir schon. Was ich weggelassen habe, ist den Dank an allen, Was ich bisher nicht gemacht habe, ist zu danken allen, die jetzt zur letzten Ausgabe, wo wir ja unsere Redaktionskonferenz hatten, wo wir so ein bisschen unsere Probleme, ich vor allen Dingen, ausgebreitet habe, die dazu was gesagt haben und geschrieben haben. Wir haben einiges auf Twitter an Nachrichten bekommen, wir haben ein paar Kommentare geschrieben bekommen und ich habe sogar eine richtige Podkarte bekommen, die mir geschickt wurde, wo auch freundliche Worte drauf gestanden haben. Herzlichen Dank, ich sage einfach mal in die Runde an alle für die Kommentare, die da gekommen sind, die Ermutigungen, die Wertschätzungen, die ich da herausgelesen habe und die Tipps, wie man es vielleicht nochmal irgendwie anders aufsetzen kann. Ganz, ganz vielen Dank dafür. Ich denke, wir wurschteln uns einfach hier so zurecht, das ruckelt sich irgendwie ein und dann gucken wir mal, wie die Zukunft des Sendegartens so aussieht. Heute war es auf jeden Fall ganz einfach, weil wir drei wunderbare Gäste hatten, die von Johannes sozusagen, also er hat sich selber mitgebracht und auch noch zwei wunderbare weitere Menschen mitgebracht. Deswegen geht der Dank erstmal an dich, Johannes. Dankeschön dafür, dass du uns hier heute so schön versorgt hast. Ja, gerne wieder. Ja. Man hat genug zu erzählen, wenn man möchte. Ne? Ja. Also. Und euer Projekt soll groß und stark werden, aber euch nicht überfordern. Also es ist ein schönes Feierabendprojekt und das soll es auch sein und bleiben. Also bloß nicht in Stress ausarten. Und damit das nicht so kommt, macht der Martin die schöne Musik dazu. Martin, vielen Dank dafür, dass du hier gewesen bist, dass du dich aus der Bubble herausgetraut hast und mal geguckt hast, wie das bei anderen Leuten so aussieht und dass es dir hier gut gegangen ist. Das freut mich besonders. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und ja, hat es. Also gut gegangen. Oh gut, wunderbar. Den Reiseführer, die Reiseführerstimme, die immer wieder so schön ist, wo man auch denkt, wie das früher alles so schön war, die haben wir auch jetzt ein paar Mal gehört und kann auch ganz andere Dinge erzählen, als nur sagen, ja, hier der Leuchtturm oder die Insel ist so und so groß und da wohnen die und die Menschen. Sondern hat er auch viele schöne andere Geschichten erzählt oder Dinge erzählt. Dem Stefan ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ja, ich danke, dass ich da sein durfte. Prima. Kommst auch gerne nochmal wieder? Ja, sehr gerne, natürlich. Super. Also, wir machen den Garten jetzt ein bisschen lockerer, mal mit, mal ohne Gäste, je nachdem. Also, fühl dich gerne ermutigt. Falls du irgendwie ein neues Projekt auftust oder einen Battle mit irgendeinem anderen eingehst. So. Das wüsste ich aber. Ja. Mal schauen, ja. Ja, oder wenn mal mit jemandem im Garten mit Laub werfen möchtest, dann kannst du dich einfach mal melden. Das mache ich. Und der Sendegarten wäre natürlich kein Sendegarten, wenn nicht diese wunderbare Crew dabei wäre. Da bedanke ich mich ganz herzlich bei der Vera. Dankeschön, dass du da warst. Ja, danke dir auch.
Danke, ja, danke, gerne. Und ich danke der Claudia. Hallo, danke. Hallo Claudia, ich bin wieder am Anfang. Es wird Zeit sehr, fürs sehr Bett. Gerne. Super. Und auch sehr gerne wieder und Dankeschön. Und dem Sebastian, der nämlich, wo du vorhin gesagt hast, Johannes, du hast das Glück, dass da Menschen die Schneidearbeit übernehmen, ne? Ich habe auch so ein Glück, also wir haben auch so ein Glück, den Rohschnitt und das Grobe, das macht alles der Sebastian. Das ist auch eine wunderbare Erleichterung. Danke dir dafür auf jeden Fall und für immer dabei sein. Super, danke. Und für Podstock und ach, für alles. Ja, immer wieder einmal gerne. Für alles. Zum Mitnehmen. Der Lars hat sich zwischendurch abgemeldet, weil er nicht mehr konnte. Da hat er gesagt, ich ziehe mich jetzt mal langsam hier aus der Sendung raus. Aber das geht der Dank natürlich auch an dieser Stelle an ihn, dass er uns immer wieder auch begleitet und am Sendegarten seinen Teil mittut. Auch wenn wir jetzt den Kalender gestrichen haben, da muss man gucken, wie wir das überstehen. Fehlt vielleicht doch irgendwie. Na egal. Aber ansonsten muss er halt einfach das Telefonbuch vorlesen. Genau. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das Telefonbuch von Berlin, das hat doch bestimmt genug Namen. Okay, ich quatsche jetzt nicht länger. Bill? Von Hildesheim? Nein, ich sagte, wahrscheinlich ist es lang genug, dass wir zumindest so ein paar Wochen durchkommen. Aber mal gucken, vielleicht können wir daraus ja so eine Podstock-Performance machen. Ja, er wollte ja Lorem Ipsum vorlesen. Ja. Wo ich dann zum ganzen Schluss letzte Mal noch Lasum Ipsum draus gemacht hat. Könnte man was, ja, wir können ja mal ein paar Silben sammeln. Einfach nur Silben aneinander. Das könnte man echt mal sagen, komm, schmeiß uns mal ein paar Silben zu und Lars muss sie vorlesen. Das können wir immer leicht machen, wenn er nicht da ist. Er kann sich jetzt nicht wehren. Also das ist jetzt ein bisschen unfair. Also lass doch lieber diese Planung, lass wir lieber in der Tüte. Ich mache jetzt Schluss. Und wir machen Schluss. Danke an alle, die jetzt hier zugehört haben, hier in der Live-Aufzeichnung. Vielen Dank auch an alle, die im Chat mitgeschrieben haben. Einiges konnten wir ja korrigieren und aufgreifen. Danke dafür, dass das immer wieder so schön funktioniert. Aber der große Dank eben auch an alle Konservenhörenden, die den Podcast eben so benutzen, wie er gedacht ist, als Begleitmedium, wo auch immer und wann auch immer. Wie sagt man so schön? Zeitsouverän und auch themensouverän, dass man einfach mal was überspringt, was einen nicht interessiert. Jeder kann das ja sich selber so dosieren, wie er das mag und genießen kann. Oder einfach auch gar nicht mehr hinhören. Geht auch. Also, gar nicht mehr hinhören ist jetzt der Fall, weil wir nämlich jetzt gehen. Nochmal Dank an alle und tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Gute Zeit. Tschüss.